Ach, herzlich willkommen zum 23. Retro-Kompott-Video-Stammtisch heute am 27.08. Und heute spielen wir Crossout. Das ist ein Titel, an den ich mich noch gut erinnern kann, denn ich habe den damals auf dem C-Westig gespielt und mochte auch die Musik sehr gerne und fand ihn eigentlich sehr schön. Aber habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass er doch nicht so einfach ist, wie man denkt, und auch vielleicht ein paar Macken hat. Aber das werden wir heute mal sehen, wie weit wir mit diesem Titel kommen. Ja, wir haben natürlich Mitstreiter hier, die mir auf der Reise mit Crossout helfen werden, denn ich bin in diesem Spiel unfähig. Ich glaube nicht, dass ich da sehr weit kommen werde. Wir haben den Michael hier. Was hast du da erstmal für eine Version und wie sind deine Beziehungen zu Crossout? Ich kenne das Spiel wie üblich gar nicht. Es ist auch nicht wirklich mein Genre. Deswegen habe ich gemeint, ich werde heute vielleicht ein bisschen durch die Versionen hüpfen. Ich habe mich hier auf jeden Fall schon mal die Amstrad-Version und die Spectrum-Version vorbereitet. Und wenn beides doch zu schlimm wird, dann kann ich immer noch auf die Amiga-Version zugreifen. Ja, und natürlich haben wir auch den Arne dabei. Welche Version zeigst du uns heute? Ja, ich spiele die Amiga-Version hier auf meinem, zum ersten Mal jetzt im Videostammtisch auch auf meinem Mr. FPGA. Mal sehen, wie das läuft. Ich mache mal eben einen Reset, dass hier vielleicht mal das Intro kommt. Und ich habe natürlich an den FPGA hier auch wieder mein Competition Pro angeschlossen. Ich glaube, das Spiel hat auch Maus. Also ich habe auch meine Maus hier. Also das braucht man, glaube ich, auch. Und ich bin sehr gespannt. Ich würde gerne jetzt mal erfahren heute, ob das Spiel wirklich schwerer als IO ist auf dem C64, weil ich habe das so in Erinnerung von früher, dass ich da also wirklich überhaupt nichts geschafft habe. Nicht mal den ersten Level. Es ging gar nicht. Level fast geschafft bei Crossout oder X-Out. Und bei IO habe ich ihn damals nicht geschafft. Für mich war dadurch X-Out, Crossout natürlich einfacher, aber es ist trotzdem sauschwer. Gottes Willen. Ich glaube, wir werden heute ohne Trainer auch nicht so weit kommen, würde ich vermuten. Also wenn es mich zu sehr frustriert, bin ich dann in einer halben Stunde raus, weil Trainer benutze ich nicht. Aber schlecht. Ich habe jetzt keine Lust, hier Stunden den Michael, ersten Level zu... Der muss Michael Selbstgespräche führen und auf neue Gäste warten. Ja, weil ich probiere jetzt nicht hier den ersten Level 2 Stunden lang. Wer hat sich das Spiel überhaupt gewünscht? Ich habe mir es gewünscht, weil ich mal wissen wollte, ob jemand weiterkommt als ich. Okay, dann musst du es uns auch gleich erklären, weil das ist schon so kompliziert am Anfang. Also, ja, man muss im Endeffekt... Ich habe jetzt hier erstmal Ladezeiten bei mir natürlich, logischerweise. Man muss, also erst gibt es einen tollen Vorspann, der hast du ja gerade laufen, vielleicht kannst du dazu was sagen, der war wirklich gut. Ja, also ich habe das Spiel oft geladen, nur um diesen Vorspann zu sehen. Ich glaube, ich habe es auch eben gesehen, Grafik von Celal Kandemiroglu, ein begnadeter Grafiker wirklich. Und man wird hier voll eingestimmt auf das Spiel, es geht irgendwie unter Wasser. Ich glaube, ach, das ist es auch schon. Ja, da war vorher eben noch was, haben wir jetzt verpasst. Egal. Rainbow Arts 1990, der Hammer, aber leider... Glaube ich zumindest, unspielbar schwer, wir werden sehen. Wer hat bei dir die Musik gemacht? Die ist auf dem Amiga von Hülsbeck, oder? Das ist Hülsbeck, ja, klingt ja, auch. Ich höre es hier gerade in meinen Kopfhörern. Weil auf dem C60 ist es nicht Hülsbeck, aber sie ist trotzdem sehr, sehr gut. Also, ja, dann gucken wir mal. Als erstes gibt es ja, sieht man jetzt bei mir, dieses Shop-System. Das fand ich immer schon als Kind etwas schwierig. Man sucht sich zuerst die Raumschiffe aus und muss die ausrüsten. Was jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Denn ich habe natürlich wieder nicht ins Handbuch geguckt, obwohl ich das Spiel zu Hause liegen habe. Das heißt, ich weiß nur, dass die kleinen Raumschiffe hier oben sind einfacher zu besiegen und die unteren sind bessere Raumschiffe. Aber es ist natürlich teurer. Man hat jetzt hier 15.000 Punkte, die man ausgeben darf und muss halt überlegen, was kann ich wie aufrüsten, um möglichst, was ist wichtiger? Mehr Leben, bessere Waffen, was auch immer. Das ist halt das, was man sich überlegen darf. Man kann, glaube ich, auch 3 oder 4 Raumschiffe nehmen. Ich habe jetzt mal ein Sheet eingestellt, damit ich mal zeigen kann, wie es geht. Haha. Bei mir geht das Geld nämlich nicht runter. Gebe ich gerne mal zu kurz. Und jetzt kann man halt hier auf die einzelnen Raumschiffe raufklicken und kann dann halt hier Waffen dazu wählen, die man jedem einzelnen Raumschiff anlegt. Hat ja da oben noch eine Waffe mehr, verschiedene Extras. Und da weiß ich halt auch leider nicht, was ist. Ich hatte gehofft, dass einer von euch das mal schon von früher genau kennt und mir sagen kann, was da die Einheiten sind sozusagen. Aber das Einzige, was ich bisher nachgelesen habe gestern, dass man wohl mit auf dem Amiga mit den F-Tasten F1 bis F4 fertig konfigurierte Schiffe nehmen kann. Man reicht mir gerade, solange man sie sich leisten kann. Also F4 ist das bestausgestattetste Schiff und F1 halt eben die einfache Version für den ersten Level wahrscheinlich. Probier das mal eben hier. Ja, F1.
Ich habe hier das Original, ich kann nachschauen, ich habe das Handbuch hier. Robin hat mir gerade eben eine Version gegeben, die haben wir im Regal stehen gehabt, hier direkt neben mir, das wusste ich nicht. Da kann ich gleich mal nachschauen. Das mache ich jetzt. Dann machen wir es mal wie so ein Unboxing. Also mach das mal, ich finde das hier so kompliziert, was ich hier alles auswählen kann, und dann kann ich das dahin. Ich kann hier die Waffen einzeln setzen irgendwie, ich verstehe es nicht. Okay, das ist die Atari ST-Fassung, aber das ist ja erstmal egal. Die Geschichte brauchen wir nicht, die geht 3 Seiten lang. So. Allgemeines. Crossout besteht aus 8 großen Welten mit Dutzenden von Gegnern. Spielbeginn. Drücken Sie den Knopf. Ja, das habe ich schon getan. Der Shop. Vor Beginn eines jeden Levels können Sie Ihre Armada und deren Bewaffnung vollkommen frei bzw. je nach Punktestand aussuchen. Das fremdwirkende Wesen in der linken Ecke ist ein übergelaufener Alien-Techniker, der im Auftrag der Regierung die Waffen betreut und verkauft. Rechts unten wird Ihr Punktestand angezeigt, der im Shop als Zahlungsmittel dient. Waffen und ihre Funktion. Links unten befinden sich die drei Reihen mit Standardschüssen. Je nach Bilanzlage sollten Sie die weit streunenden 3 Schüsse auf einmal wählen. Rechts davon sehen Sie Schiffstypen. Diese unterscheiden sich in der Anzahl der möglichen Extrawaffen, die Sie dazu packen können. Daneben befinden sich nun diverse Extrawaffen, die automatisch mit dem Feuerknopf oder mit Tasten ausgelöst werden. 3. Reihe. Effektive Raketen und Springbomben. Das heißt, alle 4 Waffen werden automatisch ausgelöst und schließen sich aber gegenseitig aus. 2. Reihe, Elektrobogen, Flammenwerfer, Smart Shot. Probieren Sie die Funktion doch einfach mal aus. Hier wirklich. 3. Reihe, Drohnen. Im Spiel maximal 6 ausfahrbar. Mit Drohnen-Kollektor können die Drohnen dann wieder eingefahren werden. Teutonenlaser und Schutzschild. Auch diese Waffen sollten Sie einfach mal ausprobieren. Alle Operationen im Shop können mit dem Joystick oder der Maus ausgeführt werden. Als erstes müssen Sie sich ein Schiff kaufen. Dazu klicken Sie bitte eines der 4 Schiffe, je nach Kontostand, und legen es mit einem erneuten Druck des Feuerknopfes ins Ausrüstungsfenster. Mit allen weiteren Schüssen, Waffen und Ausrüstungsgegenständen verfahren Sie genauso. Einige der Waffen schließen sich gegenseitig aus. Im Spiel können Sie nur dann Drohnen einsetzen, wenn Sie weniger als 2 Satelliten besitzen. Um den Shop zu verlassen, klicken Sie auf das Crossout-Logo über Mollab. Im Spiel zeigt Ihnen der gelbe Balken die Restenergie an und der linke Kasten, das sekundäre Waffensystem. Ja, das ist es. Und hier steht auch drin, wie die Preisliste der einzelnen Sachen ist. Ich hab hier eine Preisliste, wenn Sie jemand möchte. Das merkt man ja auch, wenn man die anklickt, die Sachen, ne? Was die kosten. Also das ist das Grundprinzip. Mehr wird da tatsächlich nicht erklärt. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hätte ich selbst als Jugendlicher nicht so viel verstanden. Dieser Spruch, probieren Sie es doch einfach mal aus, den finde ich schon ziemlich geil. Also ich finde, ich habe gerade was rausgefunden, dieses Mollab da unten, das ist wohl der Papierkorb. Also da schmeißt man was rein, dann isst der es auf, dann ist es weg. Das ist der Händler. Nee, der Händler ist ja da oben links mit diesem coolen Gesicht. Nee, das ist der Techniker. Das ist der Techniker. Ach, der Händler, der isst das dann auf. Okay, ich dachte... Oder stellst du wieder ins Regal zurück. Ich finde auch die Animation dieses Technikers absolut grandios auf dem Amiga hier. Und ich kann auch F1 drücken, dann kriege ich eine Voreinstellung. So, aber ich habe jetzt genug Leute, ich starte jetzt mal. Ich habe jetzt irgendwas ausgerüstet, ich starte mal. Sieht bei dir aber echt gut aus, also, Arne. Ja, ich nehme jetzt mal die F1-Voreinstellung, obwohl eine Rakete hätte ich schon gerne. Ah, passt ja auch. Schauen wir mal. Out. Ja, das Problem ist halt, also das mit dem Ausprobieren, das lädt so lange, das nervt. Also ich weiß das noch früher, weil man musste so lange auf das Laden warten, da macht das Ausprobieren eigentlich nicht so richtig Spaß. Ich hatte früher das Problem, ich fand das Spiel eigentlich gut und habe mir immer gewünscht, würde es den Shop nicht geben, hätte es mir viel mehr Spaß gemacht. Das weiß ich immer noch, das war mein einziges Problem damals. Ich fand den Shop blöd. Ist auch viel zu kompliziert. Ich will ja keine Wirtschaftssimulation spielen. Ich will halt ein Ballerspiel spielen. Ich habe das auch nie verstanden. Richtig, aber trotzdem mochte ich es sehr gerne. Na gut, die Grafik ist halt, glaube ich, der Hammer. Bei mir geht's los. Ich bin jetzt am C64, wie gesagt. Da ist die Grafik nicht der Oberhammer, aber siehst du, wie sie ist so ein bisschen wie Katakis. Hat aber ein Problem, das habe ich mir damals auch erklären lassen. Das hat Oliver mir mal erklärt und auch der Andreas Escher, der hier die Grafiken gemacht hat, dass teilweise so schwarze Ränder sind. Das heißt, die haben die Sachen aus Zeichensätzen gebaut und vom Amiga direkt runterkonvertiert. Aber da wird Oliver sicherlich noch was zu sagen, wenn er auf dieses Spiel angesprochen wird irgendwann. Ich mochte also bei mir sieht es ungefähr 10-mal besser aus als bei dir. Ja, anders. Trotzdem fand ich es damals auf dem C64 grafisch richtig gut. Und ich finde es auch immer noch grafisch richtig gut tatsächlich. Auf dem Amiga sieht es ja fast fotorealistisch aus. Das kannst du natürlich nicht vergleichen. Aber ich mochte es gerne, weil es hatte wirklich was von Katakis. Und ich habe damals Katakis geliebt. Und ich dachte erst, das könnte der neue Katakis werden. Bis ich dann merkte, dass es eigentlich ein Tick zu schwer ist. Also so weit ist es jetzt noch,
noch nicht so schwer bei mir, bei dir auch nicht, ne? Es geht eigentlich. Nein, ich sage, den ersten Level schaffe ich fast, das weiß ich. Aber ich weiß im Moment nicht, wie man diese Sonderschüsse abschießt. War das Space oder Problem, dass ich nicht weiß, wie die Sonderwaffen gehen. Jetzt ist hier so ein Zwischengegner, den habe ich auch immer noch geschafft als Kind, das weiß ich noch. So ein komischer Typ, der auf einem Fisch sitzt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr... Oh, jetzt bin ich tot. Ich auch grad, so, der ist weg. Jetzt kommt der Typ da raus, genau. Alter, ich bin Game Over. Ich wurde einmal getroffen, bin tot und das war's. Das ist schon schwer, aber du hast immerhin einen halben Level geschafft, Arne. Ich hatte nur ein Leben. Naja, du hast... Das war mir noch nicht mal geladen. Du hast einen Energiebalken. Ich bin, wie gesagt... Ach, das war Energie, oh Gott. Ja, ich habe aber jetzt bei mir, wie gesagt, ich gehe es ja zu, ich schummle gerade, ich wäre jetzt auch tot an der Stelle. Ich wäre an derselben Stelle gestorben wie du. Probier's doch erstmal ohne Cheat vielleicht, nur so aus Jux. Nee, das mache ich gleich nochmal. Kannst du auch, Arne, in diesem Shop kannst du dir auch bis zu 3 Schiffe kaufen. Dann hast du quasi 3 Leben. Das stimmt. Ja, das habe ich mich eben schon gefragt, warum da 3 Slots sind. Jetzt kaufe ich mir mal einfach mal 3 Leben. Das ist vielleicht sinnvoller, ja. Dann kannst du sie aber nicht so voll ausrüsten. Das stimmt, weil der fehlt dir wieder. Weil das Geld dann entsprechend fehlt. Oder du musst halt im ersten Level gut spielen und dann hast du wieder Punkte. Das ist so krass kompliziert. Als Shooter wäre das Ding gut. Also ich finde das jetzt auch schon wieder als Shooter gut, aber ich verstehe halt nicht. Man hätte den Shop einfach weglassen sollen. Ja, genau. Ja, man wollte sich halt irgendwo abheben. Also ich habe jetzt 3 Leben und nur eins davon hat 3er-Schuss, ne? Weil ich habe halt kein Geld. Das ist ja auch scheiße. Richtig, genau. Aber kriegt man im Spiel gar keine Extras? Nein, du kriegst ja wieder Punkte und kannst nach dem Level wieder in den Shop. Du musst nach jedem Level in den Shop. Oh Gott. Also Spektrumbesitzer hat noch Zeit gebraucht für das Spiel. Ja, ich habe ja auch eben den ersten Level hier, der hat auch 20 Sekunden geladen mindestens. Ich habe einen Endgegner hier. Das ist die letzte Der sieht doch aus wie von Katarkis so ein bisschen. Das ist so ein Fehler leider. Ansonsten genial. Der Fehler ist schon früher auf dem Original gewesen, was ich eben meinte. Die Grafik ist nicht so richtig schön. Ich habe ja jetzt einen Sheet hier laufen, ich kann ja einfach irgendwas machen. Aber ich finde es sonst hübsch, ehrlich gesagt. Aber so weit bin ich ohne Sheet einmal gekommen als Jugendlicher und das war's. Ich habe den ersten Level nie geschafft. Und ich weiß auch jetzt nicht, was ich abschießen muss hier, ehrlich gesagt, weil er wackelt ja nicht mal. Da oben, dann fängt der Kopf an, sich zu bewegen, okay. Und dann muss das finde ich jetzt wirklich... ehrlich gesagt, etwas witzlos da bei dir. Du kannst ja gar nicht getroffen werden mehr. Das ist ja dann schon etwas viel. Ich mach's auch deiner Meinung nach. Ich weiß, natürlich ist es witzlos, nur ich komme nicht weiter. Das ist das Problem. Weiter als hier komme ich nicht, wenn ich ohne Cheat spiele. Ich habe keine Chance. Die Amiga-Version sieht ja auch viel hübscher aus. Jetzt von der, da sind ja keine Grafikfehler drin. Jetzt sehe ich auch die Energieleiste hier unten, die gelbe. Und die ist schon wieder zur Hälfte weg. Ja, genau. Ein Treffer und die ist dann weg. Sagen wir so rum, es ist nicht einfacher als I.O., aber man kommt gefühlt weiter vom Scrollen her, sagen wir es mal so rum. Ne? Also, weil bei I.O. kam man dann 3-4 Bildschirme weit am Anfang. Naja, es trügt einen so ein bisschen wegen der Energie, ne? Ja. Das man wird halt immer getroffen und dann ist man mit einmal tot. Ja, und das Bescheuerte ist, jetzt hier bin ich wieder im Shop, muss jetzt wieder die Sachen ausrüsten und habe aber zum Beispiel jetzt viele Punkte gesammelt und hätte dann mehr machen können. Also nur so weit bin ich ja nie gekommen, das ist das Problem. Wenn man nicht so weit kommt, dann nützt es auch nichts, wenn man sich theoretisch wieder hochrüsten könnte. Dann musst du ihn weiter hochkommen lassen, dann kannst du ihn mehrfach treffen. Ganz weit oben erst das erste Mal treffen, Arne. Und okay, dann kannst du ihn mehrfach abschießen. Okay, jetzt warte ich, bis er ganz oben ist und dann. Genau. Und das machst du jetzt nochmal, dann ist er weg. Also. Ganz lange warten, weil der Schutzschild jetzt ist weggeht. Genau. Ich würde gerne den Oliver fragen, wie viel Farben dieses Spiel benutzt, weil es ist derartig knallig bunt und hell auch, grell leuchtend. Das sieht hier auf dem Video echt schön aus, richtig schön. Aber jetzt habe ich ja das zweite Leben zum Glück. Also ich würde jetzt Neueinsteigern schon mal gleich empfehlen, kauft euch 3 Leben, nicht nur eins. Sonst kannst du es ja völlig vergessen. Jetzt kann ich allerdings nicht schräg schießen, es ist ein Kreuz. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Einsteiger, Miteinsteiger, die hier auch mitzocken, weil... Vielleicht jemand, der das früher schon mal lange gespielt hat. Das war ja meine Hoffnung. Das war ja meine Hoffnung, weil ich bin ja, wie gesagt, in diesem Spiel... Ich wollte dieses Spiel immer lieben und habe keine Chance gehabt. Man kann es schon auswendig lernen, ne? Es ist immer gleich. Also es geht schon. Musik auf dem C64 ist auch grandios. Die ist wirklich grandios. Oh.
Oh, Wand berührt. In der Wand erschienen. Mein drittes Leben erschienen in der Wand. Das sah jetzt aus wie A-Type eben. Hier flackern die Spikes, tauchen aus dem Nichts auf. Also technisch ist hier leider ein bisschen was schiefgelaufen am 60. Das muss man ganz klar sagen. Hast du die Smart Bombs aktivieren können, Arne? Hast du da was gesehen, wie das geht? Nee, ne? Nein, ich konnte sie mir nicht leisten. Aber ich bleibe jetzt mal bei 3 Leben und versuche nochmal damit weiterzukommen. Weil mit einem Leben ist ja echt... Oh, du hast ein ganz anderes Raumschiff. Ist das jetzt besser irgendwie? Schneller? Das ist ein stärkeres Raumschiff. Da kann man mehr Bewaffnung raufpacken. Aber dafür fehlt ja dann auch wieder das Geld. Ganz im Ernst, solange das Laden so lange dauert, wechsle ich mal zur Amstrad-Version rüber. Die geht hoffentlich schneller. Wieso hast du auch Original-Ladegeschwindigkeit eingestellt? Ich habe es versucht mit Fastloader beim Tape, aber dann wollte er gar nicht starten. Genau, schön, ja. Die ist bunt, aber klein. Die ganzen Symbole. Ich finde es jetzt irgendwie ganz nett, bei dir sieht man es auch so bei diesem Shop, da sieht man schon alles, was man vielleicht später mal haben könnte, ne, wenn man viel Geld hat, aber das ist schon toll, das so zu sehen. Ja, aber es hilft ja nichts. Ich fand es auch faszinierend, nur ich habe es ja nie nutzen können damals. Und deswegen dachte ich, jetzt ist mir irgendeiner zeigt, wie man das nutzen kann. Aber anscheinend ist es wirklich nicht unmöglich, aber ganz schön schwierig. Na gut, du hast es uns ja mit der Anleitung erklärt, nur die hat ja auch nichts gesagt. Probiert es einfach aus, steht da drin. Ich meine, Anleitung, die sagt, probiert doch einfach mal die Waffen aus, ist schon, lustig. Dafür ist die Geschichte, um was es geht, 4 Seiten lang. Die habe ich ja nicht vorgelesen. Das Spiel hat also eine ganz lange Hintergrundgeschichte. Okay, es läuft flüssig. Das sieht bei dir ist ein relativ kleiner Ausschnitt, aber flüssig. Also flüssig würde ich das jetzt, naja gut. Verhältnismäßig relativ flüssig. Für CPC-Verhältnisse. Es ist bunter als der C64 bei dir. Das stimmt. Aber es hat keinerlei Hintergrund, einfach nur schwarz. Ja, es hat auch keine Sound, nur die Schussgeräusche. Und die gehen dann ziemlich schnell auf den Keks. Hier ist halt eine brillante Hintergrundmusik, aber halt immer wieder diese kleinen Grafikfehler. Ach Mensch, wo du da bist, das würde ich so gerne jetzt auf dem Amiga auch mal sehen. Ich auch. Das ist jetzt deswegen der zweite Level, ne? Deswegen spiele ich jetzt ganz schnell durch und gucke dir dann zu, wie es auf dem Amiga aussieht. Ja, da willst du nicht viel sehen. Ja, dann müssen wir halt da leider, wenn wir es in der Stunde nicht schaffen, auch mal tricksen, weil ich glaube, das muss auf dem Amiga richtig toll aussehen. Willst du bei dir nicht auch mal Amiga spielen, ja. Patrick? Wenn du Patrick, willst. Hast du diese Schlange eigentlich auch gehabt? Ja. Die hatte ich auch. Ich werde vielleicht auch noch mal Amiga spielen, aber ich wollte einmal kurz nur sehen, ich habe die C64-Fassung noch nie komplett gesehen, weil ich es nie mit Cheat gespielt habe in meinem Leben. Und deswegen will ich sie mir einmal angucken, wie sie aussieht, und dann muss ich mal gucken, ob euch zugucke oder ob ich dann Amiga spiele. Die Ladezeiten sind echt der Horror. Das eigene Raumschiff ist auch verhältnismäßig gigantisch. Du hast ja wenigstens nicht die schwarzen Ecken in der Grafik, wo man dann gegenfliegen kann, obwohl es gar kein Hintergrund ist. Bei dir ist die Kollisionsabfrage sehr viel schöner als auf dem 60. Warten. Kann sein. Obwohl mein Raumschiff ist jetzt auch fast eckig. Also es ist fast wie ein großes Rechteck, riesengroßes Rechteck. Ich auch witzig, diese Idee, das so unter Wasser spielen zu lassen. Ob das abgeguckt war oder eine kreative eigene Idee? Weiß ich nicht. Das war was Neues zumindest damals. Also wir dachten alle, es war was Neues. Und dann kam ja irgendwann noch Z-Out für den Amiga raus. Und da habe ich inzwischen gelernt, das war ein ganz anderes Programm. Das wurde einfach nur umbenannt, weil X-Out war erfolgreich, Cross-Out war erfolgreich. Und dann haben sie einfach irgendeinen Titel, den jemand angeboten hat, Z-Out genannt als Nachfolger. Deswegen hat der Nachfolger nicht viel mit diesem Spiel zu tun. So, dann sind wir beim ersten Endgegner. Immerhin. Wow, sieht auch hammergut aus bei dir. Der sieht besser aus als auf dem C60. Der sieht besser aus auf dem. Das muss man leider sagen. Wieder tot. Oh. Das meinte ich hier, dass alles hier quadratische Flecken hat auf dem C60 und man nirgends so gegenkommen darf. Seht ihr hier zum Beispiel bei der Kuppel, dass da drüber schwarze Grafikfehler sind sozusagen, schwarze Flecken. Und das ist einfach scheiße. Gerade Oliver, glaube ich, mal erklärt, dass das daran liegt, dass sie die Amiga-Grafik unsauber auf dem C60 portiert haben, irgendwie. Wann ist das Spiel rausgekommen? 90. Ja,
Das war offensichtlich ein sehr spät, ein verhältnismäßig spätes Spiel sogar. Wollte doch so nochmal mitnehmen, auf Deutsch. Genau. Es gab ja, glaube ich, auch in der Spielhalle schon Darius, ne, mit diesen großen Fischen, Roboterfischen. Vielleicht ist das davon, kommt die Idee daher. Ja, die Idee ist Darius eigentlich ist die Shop-Idee ja auch ganz gut, wenn der Shop etwas eingänglicher wäre, sag ich mal. Also ich fand den auch damals schon ein bisschen schau mal an. Merkwürdig. Ich bin beim Endgegner bei auch schon Amiga. Die Spektrum-Version. Der sieht jetzt gar nicht so viel besser aus als auf dem CPC, finde ich, auf dem Amiga. Die Spektrum ist ja einfarbig. Da sieht es etwas hochaufgelöster aus, aber sonst. Geniales Design, also Idee. So ein Herz mit Skelett. Ja, grafisch ist das Spiel insgesamt ein Genuss gewesen damals und ich habe mich immer geärgert, dass man nicht so weit kommt. Aber du bist ja schon recht gut dran. Ich wollte gerade sagen, der ist leicht und dann fängt er an, sich zu bewegen. Sich ja schon gut vorgekämpft. Aha, hier oben links ist, glaube ich, eine sichere Stelle. Ja, das ist ja gar nicht so schwer. Oh. War klar, dass es nein, mal kommt. Nein, ich bin wieder Game Over. Ja. Bullet Hell stimmt auf jeden Fall. Die Fassung spielt sich recht schnell, muss ich sagen. Aber hier ist wahrscheinlich ein riesiger schwarzer Fleck in dem Gegner drin. Aber ich finde die schwarzen Flecken gar nicht so schlimm, wie du sagst. Ja, man kann dagegen fliegen und dann bist du tot. Na gut. Das hat mich gestört, weil das ist ja keine Kollisionsabfrage dadurch, keine vernünftige. Bullet Hell würde ich es nicht nennen, weil es gibt, Bullet Hell ist ja so, sind ja so Spiele, wo so hunderte von Schüssen in so Mustern fliegen und hier sind das eher gezielte Sniper-Schüsse, die genau auf dich zufliegen. Ja, die einen auch verfolgen. Chat wird genau, gefragt, das ist ob wir Crossout spielen. Ja, natürlich spielen wir Crossout. Steht da ja. Einfach mal mitspielen. Wir sind hier heute sehr wenige, die sich das Spiel zutrauen. Aber es wollten ja noch ein, zwei dazukommen demnächst. Mal gucken. Das Spiel, man kommt sich so arm vor in dem Spiel. Ja. Kommst du mit dem Shop jetzt schon besser klar? Ja, ich habe jetzt was rausgefunden. Ich kaufe mir 3 Leben und rüste jedes davon mit einem Doppelschuss aus. Das scheint. Das ist jetzt nicht die beste Waffe zu sein. Ist, ne? Nee, aber damit hat man zumindest. Also damit bin ich eben zum Endgegner gekommen. Immerhin, zum ersten Level. Okay, so schaut jetzt der erste Endgegner auf dem Spektrum aus. Wow, sieht auch irre aus. Dafür, dass er nur einfarbig ist, schaut er wirklich toll aus, ja? Es ist halt so, ich glaube, das war so eine geniale Grafik. Selbst auf dem Spektrum sieht die noch gut aus. Die ist schon, das ist einfach so eine tolle Idee. Das ist halt so, dass der Bildschirmausschnitt wahnsinnig klein ist. Ja. Ich weiß noch nicht, warum die dir das jetzt unbedingt antun muss, die Spektrum-Version zu spielen, aber gut. Ich dachte, ich wollte es einfach mal zeigen. Ganz ehrlich, Oliver ist nicht da, macht ja sonst keiner. Ja. Die Version, die du da gerade spielst, teilweise System fast schöner als auf dem 60, obwohl ich die Version gerne mag, wie gesagt, aber ich finde die sehr schön, die du gerade rausgesucht hast, die Version. Vor allem die CPC war eben echt hübsch. Ja, also ich finde die Spektrum-Version jetzt auch nicht so schlimm. Die Ladezeiten sind halt aus der Hölle. Dafür, dass ich Spektrum sonst überhaupt nicht mit klarkomme, das Spiel hätte ich gespielt. Okay. Während er wieder lädt, dann gleich mal wieder zur Amstrad-Version. Die Explosionen sind auf dem Amiga auch wunderschön, weil die so orange-blau werden. Die wechseln die Farben so. Auch eine gute Idee. Während der Ladezeiten spielen wir die andere Version weiter. Das ist auch, hätte man früher auch nicht machen können. Wäre auch witzig, mal zu schauen, ob es das Spiel In the Hand schon gab vorher. Von IRAM gab es ja dieses In the Hand mit dem Unterseeboot. War das später? Ich glaube, müsste man jetzt mal recherchieren. Ich glaube, das war später. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Du hast aber recht, es hat schon Ansätze. War auch ein Wahnsinnsspiel. Aber ich habe damals niemals gesagt, dieses Spiel ist schlecht. Das habe ich nie... Ich fand es immer unspielbar teilweise oder sehr schwer, aber irgendwas hatte dieser Titel. Also ich weiß noch, die Ladezeiten haben mich davon abgeschreckt, weil man eben so schnell stirbt und dann verbringt man die meiste Zeit mit dem Warten auf die Ladezeit. Und natürlich mit dem Rumklicken im Shop. Und vom eigentlichen Spiel hatte man nicht viel damals. Aber jetzt ist es gar nicht so schlimm. Und ich spiele es jetzt ja auch von der Diskette mit den Original-Ladegeschwindigkeiten. Also so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Sieht
Die hätten vielleicht das etwas netter machen müssen mit der Energie, weil das einem so ein Schuss so viel Energie raubt. Ist ein bisschen fies. Ja, der Energiebalken hätte gut und gern doppelt so lang sein können. So wie bei Menace. Bei Menace war der Energiebalken viel netter. Auch hier die Animation, der Gegner ist witzig, der Schnabel da rauskommt, das ist schon schick. Oh, cool, irgendwie so eine Art Drohne hilft bei dir. Jetzt gar nichts, oder? Ich habe dich jetzt nicht gesehen, obwohl du geredet hast. Bei Patrick sehe ich. Oh, jetzt ist schon wieder vorbei bei Patrick. Eben der Endkampf sozusagen. Ich habe wieder Ladepause. Ich bin wieder beim Endgegner vom ersten Level, da komme ich jetzt also anscheinend immer hin. Ich bin ein bisschen fasziniert, wie viele teilweise kleine Objekte auf dem Bildschirm dargestellt werden können. Ja, jetzt fängt er wieder an, sich zu bewegen, okay. Sich in jedes Spiel reinkämpfen, das ist schön. Hast du es eben geschafft, Michael, den ersten? Ja, gut, aber ich habe die Energie festgefroren. Ich bin mit Trainer. Ah ja. Ich will es einfach nur zeigen, ich kann dieses Genre ansonsten überhaupt nicht. Hier oben links ist man tatsächlich sicher, also wenn man ganz oben links in der Ecke bleibt. Und der Doppelschuss ist auch perfekt für den ersten Level, weil man ihn dann halt trotzdem trifft. Also jetzt müsste ich es eigentlich schaffen. Oder kommt da noch was danach? Nach dem Kopf. Also offensichtlich kam da nichts mehr, danach hat er sich aufgelöst. Okay. Ja, geschafft. Ah, ne. Dann das kann ich jetzt mir jetzt kaum vorstellen, dass ich das früher nicht konnte. Also so schlimm war es jetzt auch nicht. So, das sind wir beim zweiten Endgegner. Ah. Hier ist jetzt alles in schön tiefblau gehalten, auch sehr schön. Das Ding ist komplett in rot. Ich glaube, man muss die Klammer hier abschießen. Jo, das war's schon. Schauen wir mal, wer hier ist. Oh, jetzt habe ich richtig viel Asche hier im Shop. Mal schauen. Jetzt kaufe ich mir erstmal neues Leben. Oh, wow. Ich habe richtig viel Geld. Jetzt ist halt die Frage, was soll ich mir kaufen? Dreierschuss, Doppelschuss? Doppelschuss. Steht. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Fette Bombe. Hast du da, weißt du, ob man irgendwann auch mal Space drücken muss oder so? Oder ist alles sozusagen automatisch? Da waren Tasten belegt, soweit ich weiß. Oder irgendwas konnte ja alles auf einmal abfeuern. Aber ich weiß nicht, ob das mit Taste war. Müsste ich dann mal ins Handbuch gucken. Da stand dran, siehe Tasten. Da müssen Tasten belegt sein. Kann ja gleich mal wieder schauen. Ist ja auch witzig. Das ist so ein bisschen wie bei King of Fighters, wo man so seine drei Kämpfer auswählt. Jetzt kann man sich halt entscheiden. Selbst die Reihenfolge kann man also auswählen. In welcher Reihenfolge man die verschiedenen Leben... Irre, ja, jetzt probier's mal mit dem. Man kann mit den Funktionstasten komplette Schiffe kaufen. F1, Schiff 1 komplett, F2, Chef 2 kaputt. Ja, das war das, was ich vorhin erwähnt hatte. Ja, genau. Auch witzig. Aber wo stehen die anderen Tasten? Wo sind? Ah. F1, F3, F5, F7, Speed of Own Ship. Beim Amiga ist es nochmal anders belegt. Warte mal, hier. Amiga Arne, hörst du zu? Fire-Button ist klar. F1 bis F5, Geschwindigkeit des Schiffes. Alt- oder Amiga-Taste, Second Fire-Button. Alt- oder Amiga-Taste, Second Fire-Button. Na toll, da komme ich jetzt nicht ran. Die ist unterm Schreibtisch leider. Space, Fire-Button, länger machen und P für Pause. Bin gleich kurz wieder da, ich muss einmal kurz ans Telefon. Oh, hier ist sowas wie R-Type. Also ohne die extra Knöpfe kann ich die tollen Waffen gar nicht benutzen. Schon wieder tot. Alter. Huch, was ist das denn? Kleine Walker hier unten. Ich hätte jetzt gehofft, dass der zweite Level grafisch ganz anders aussieht, aber er ist immer noch genauso unter Wasser in grün. Musik ist aber anders. Jetzt kommt hier noch so ein komisches Unterseeboot. Oh Gott. Ey.
Nee. Der hat dich frustriert. Das schießt dann so schnell aus allen Rohren. Boah. Wieder Game Over. Alter. Bist du noch im ersten Level, oder? Ich war jetzt gerade im zweiten Level, aber irgendwie sah der genauso aus wie der erste Level. Es war aber ein anderer Level. Du bist da jetzt natürlich voll ausgerüstet mit zwei Drohnen und allem. Wahnsinn. Das ganze Spiel ist unter Wasser, ne? Das ist jetzt der dritte Boss. Und Skorpion. Ist ja auch noch, ja, aber, ach so, also über Wasser. Du behältst natürlich die Schiffe auch. Das heißt, wenn du es den ersten Level schaffst, dann kannst du das Schiff ohne, aufrüsten. Genau, dann kannst du immer weitermachen. Man darf also auf keinen Fall ein Leben verlieren, dann ist eben alles weg. Oder du rüstest alle gleich auf. Ja. Macht das da bei dir einen Unterschied, wo du die Dinger hinplatzierst, oder ist das bei dir auch immer automatisch? Ich platziere automatisch an bestimmte Positionen. Okay. Ist das mehr so, um dir anzuzeigen, dass jetzt da ein Platz belegt ist, nicht so sehr, wo genau das ist. Genau. Vor allem, man ist halt auch sofort tot, wenn man den Hintergrund berührt. Also da gibt es kein Pardon. Egal wie viel Energie. Zugepackt. Wow. Also schlecht ist das Spiel nicht. Ich bin wirklich fasziniert, wie viele Objekte der darstellt hier. Ja, und komplett flüssig. Ja, für den Amstrad zumindest. Ja, also auf dem Amiga alles komplett flüssig. In 50 Frames oder so. Ich finde es auch wirklich von den Grafiken her sehr originell. Ja, das ist bockschwer, wenn du es ohne Cheat spielst. Ja. Du musst quasi das Schiff aufrüsten, sonst hast du keine Chance. Im späteren Level. Ja, und du musst natürlich auch wissen, was man braucht. Das ist ja. Man wird sozusagen gezwungen, ein paar Mal zu scheitern, bis man dann merkt, oha, ich brauche wahrscheinlich. Dass du ungefähr weißt, was du in dem Level benötigst. Ja. Was mich auch ziemlich nervt, ist das, was Patrick gerade gesagt hat, dass man dann Alt- und Space-Taste benutzen muss. Da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Vielleicht mal meine Tastatur. Du spielst hier. Am Emulator, oder? Kannst du dir theoretisch irgendwo auf zweiten oder dritten Button legen. Ja, aber ich spiele ja mit dem Competition Pro und meiner hat nur einen, leider. So. Glaube ich, ja. Aber ich kann gleich mal meine Tastatur hier rauskramen. Die habe ich gerade unter dem. Die Level selber scheinen nicht allzu groß zu sein. Nö. Aber zu kurz sind sie jetzt auch nicht auf dem Amiga, also. Ja, bin jetzt beim vierten Endgegner. Aber, oder? Macht aber Sinn, weil ich habe jetzt auch schon viermal den ersten Level gespielt. Wenn die alle ungefähr gleich lang sind. Ja. Wie viele Level hatten das insgesamt? Acht, glaube ich, waren das. Ja, genau. Ich müsste jetzt im 5. oder 6. gleich sein, zum Testen zumindest. Aber ich würde so gerne die Level auch sehen irgendwann mal. Weil die auf Amiga echt toll sind. Dann spielst du doch mit Cheat. Ich habe keine Amiga-Version mit Trainer. Ich habe nur das Original hier rumliegen gehabt und das hat keinen Trainer. Ja,
Hast du keine Raubkopie? Ich kann mal schauen, wenn das hier das wirklich das so schnell geht, dann kann ich da die Amiga-Version auch nochmal starten. Versuch da habe ich Trailer. Ich muss ja auch nebenbei noch ein paar Sachen vorbereiten wegen morgen mit der Gamescom-Geschichte. Für alle, die uns jetzt zuschauen, morgen, übermorgen gibt es ja den Gamescom-Retro-Stream, wo wir die Abendveranstaltung mitmachen und da machen wir Infos raus, da können wir dann auch noch schön entspannt sprechen über 1000 Sachen, aber da muss ich noch ein paar Sachen auch vorbereiten, leider. Aber es sieht bei Arne so hübsch aus, dass ich schon wieder echt Lust habe, dieses Spiel auf dem Amiga auch wieder zu spielen irgendwann. Auf dem C64 wirkt es ein bisschen repetitiv in der Grafik. Also es ist zwar schön, aber eigentlich habe ich das Gefühl, nur die Farben sind anders. Ja, ich würde das auch freiwillig nicht auf dem C64 spielen. Ich glaube, das wurde auch auf dem Amiga entwickelt und das ist eben dann auch die Originalversion sozusagen, wenn man die Wahl hat. Aber Arne, ich sage nochmal, ich mag es trotzdem am C64, weil es einfach ein guter Shooter ist. Aber es ist ein bisschen lieblos. Sowas kann man auf jeden Fall sagen. Es ist jetzt schlimm, dass ich die CPC- und Spectrum-Version sehen durfte. Die sehen ja fast besser aus. Ah, okay. Ich kann hier bei diesem Satelliten doch tatsächlich auswählen, wo er sein soll. Also da ist dann doch wieder so eine Option. Da macht es dann also Sinn, wo ich ihn hinpacke. Vielleicht direkt vor mich? Ah. Würde Sinn machen. Mehrere auch hinter mir gehabt, nicht so sinnvoll. So eine Art Schutzschild direkt vor mich. Ja, sag. Also bei einigen Leveln war es gut vorne, das weiß ich noch damals. Und dann gab es aber wohl auch Level, wo man später was nach hinten setzen sollte. Ich habe mal irgendwann ein YouTube-Let's Play davon mir angeschaut und da haben sie diese Satelliten auch manchmal hinten gehabt oder an der Seite oder wo man die ranpacken kann. Und du brauchst dann auch immer manchmal das große Schiff, weil an die kleinen Schiffe kriegst du nicht so viel Extras ran, wie gesagt. Ah. Na gut, und diese Raketen, die muss man wahrscheinlich mit Space aktivieren. Ne? Da habe ich jetzt keinen Bock, Space zu drücken. Vielleicht nehme ich einfach mal meine Tastatur hier hoch. Das könnte helfen, ja. Und du hast ja auch einen Secondary Fire auf der Tastatur, auf der Alt- oder Amiga-Taste, ne? Ah. Nützt ja nichts, wenn du eine extra Waffe dir im Shop kaufst und die dann nicht benutzen kannst oder nicht benutzt. Ja, das ist mir vorhin passiert, weil ich nicht an die Space-Taste kam. Aber ich mag es auch nicht so gerne, in einem Spiel immer die Space-Taste drücken zu müssen. Aber mit dem Competition Pro hat man ja nur einen Feuerknopf. Also dieses Endmonster auf dem 60 ist ja sogar richtig hässlich. Das mag ich überhaupt nicht. Das sieht einfach aus wie ein hingeklatschtes Stück. Weiß ich nicht, gefällt mir gar nicht. Den ersten Level auf dem 60 noch mit Abstand am besten, erschreckenderweise. Habe ich demnach gar nicht so viel versäumt. Oliver ist zumindest im Chat und schreibt auch, es wurde auf Amiga entwickelt. Ja, das ist bekannt. Willst du nicht dazukommen, Oliver? Es gibt komische Versionen. Okay, jetzt kann ich auch Space drücken. Mal sehen, wie es läuft. Vor allem Space und Alt zu belegen. Was ist das für eine Idee bei einem Shoot'em'up? Wie soll man das denn machen mit dem Joystick? Ja, die Feuerknöpfe gab es damals ja noch nicht, die verschiedenen. Also. Man hätte ja zumindest, wie haben sie das sonst gemacht? So bei Battle Squadron war es, glaube ich, man musste den Joystick im Kreis drehen für die Smart Bombe. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Da könnte man auch gedrückt halten, im Kreis drehen, solche Sachen machen, hast du recht, ja. Ja, ja. Und das hätte man vielleicht besser lösen können. Mal wir sehen. Wir wissen ja seit Last Ninja, was man alles mit einem Joystick machen kann. Okay, also diese Rakete schießt da jetzt doch automatisch. Space macht nichts. Alt macht nichts. Okay, also es geht doch jetzt ohne Space und Alt. Oh, Hammer. Vor allem, wie die das geschafft haben, dass man mit diesen ganzen Extras alles trotzdem noch flüssig bleibt. Weil jetzt hat ja mein Raumschiff einen Satelliten und eine extra Kanone. Homing-Missile. Und trotzdem ist alles noch komplett flüssig. Also hätten die unbegrenzte Objekte zur Verfügung gehabt. Der Amiga nein. Das muss man aber ganz klar sagen. Und tot. Ja. Oh, und wir. Aber wie man erscheint, ist natürlich das Letzte, weil du erscheinst irgendwo und bist dann sofort in der Wand wieder tot. So, jetzt bewegen die sich zusammen als Paar. Ist ja witzig. Ah, dieser Satellit. Unglaublich nützlich. Er folgt einfach meinem Pfad. Muss man das Ding bitte treffen? Boah.
Okay, auf jeden Fall, der Trick ist, im ersten Level kein Leben verlieren, dann die Raumschiffe aufpowern. Solche Sätze, Arne, finde ich toll. Der Trick ist, kein Leben zu verlieren. Was willst du denn machen, wenn du den ersten Level nicht schaffst? Der Trick ist, kein Leben zu verlieren. Ja, weil dann kannst du nämlich dir neue Extras kaufen und musst nicht dein ganzes Geld für Leben verschwenden. Michael, erzähl mal was, das sieht spannend aus bei dir. Das sieht hier, keine Ahnung, wie Tintenfisch aus, hochgerüstet. Und ist weg. Also die Level sind wirklich wahnsinnig kurz, wenn du drin hast. Vielleicht sind die bei dir kürzer als bei mir, weil ich spiele hier schon wieder ein paar Minuten. Kann gut sein, dass sie vielleicht etwas kürzer sind. Ist ja auch weniger Speicherplatz gewesen. Okay, jetzt bin ich hier auch auf dem Amiga beim zweiten Endgegner und sofort tot und das war's. Genauso ist es immer. Ich konnte ihn gerade kurz sehen, tot. Oh Mann. Tja, fange ich halt nochmal an, ist ja egal. Sowas habe ich früher halt auch nicht gemacht. Ne? Ein langweiliges Endmonster auf dem C64, die sind nicht schön. Also, naja. Und der erste Level war der beste, finde ich. Das ist nicht animiert. Der allerletzte, oder? Nummer 8. 7 oder 8 müsste das sein, ich weiß es nicht genau. Wenn wir ja das sehen, wenn ich eine Endsequenz kriege, war es der letzte. Aber das sieht nur mittelmäßig aus. Also ich bin ein bisschen neidisch auf die anderen Versionen, obwohl ich dachte, ich liebe diese Version hier. Ich bin jetzt auch zu feige, meine Konfiguration umzuändern. Jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt. Also 3 Raumschiffe mit jeweils Doppelschuss. Keine Experimente, oder? Es gibt ja auch noch den coolen blauen Schuss dort. Er ist wahrscheinlich dann noch besser. Aber ich bleibe jetzt mal so Doppelschuss 3-mal und dann beim zweiten Level dann eben den doppelten Satelliten vor das Raumschiff. Oh, ich glaube, es hat sich gehängt. Es hat sich gehängt, nein. Oder du musst Disketten wechseln. Nee. Normalerweise kam das Spiel ja auch auf eine Diskette. Atari waren 2, echt? Ich glaube, es sind 2 Disketten gewesen. Oder? Ist das wieder so ein kaputter Crack? Ich hoffe nicht. Kann ja auch sonst, es gibt doch so eine Budget-Version als Image. Die hat dann auch dieses herausgefräste Rainbow Arts Logo. Oh, cool. Die kommt ohne Trainer. Suchen. Und eine hat eine Diskette. Notfalls könnt ihr ihn ja nachher mal anschalten, wenn du nach 3 Stunden frustriert bist. Ne? Es ist jetzt schon ein bisschen schade, dass wir sonst niemanden haben, der Amiga mit Cheat spielt, aber ich mach's nicht. Oder vielleicht ich sag, wenn Stunde ich hier so durch bin, kann ich mir gerne die Amiga-Version nochmal. Ja, mach mal. Ja. Wir haben ja Zeit. Wie gesagt, scheint ja relativ kurz zu sein hier. Ich weiß nicht, was bei mir jetzt los ist. Er lädt und lädt und lädt. Ah, nee, es geht noch weiter bei mir. Jetzt bin ich wohl erst in Level 8. Oh. Ja, das ist diese Diamantenwelt. Die habe ich auch auf Screenshots gesehen auf dem Amiga. Die sieht hier auch wieder. Hier ist der Hintergrund in jedem Level gleich. Und auf dem Amiga hatte ich das Gefühl, Arne, dass das schön aussah, der Hintergrund. Hier sieht es immer gleich aus, nur in einer anderen Farbe. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht 4 Welten mit jeweils 2 Levels sind. Kann auch sein sogar. Weil der zweite Level war bei mir jetzt auch grün unter Wasser. Gut, das kann ich mir am besten Willen nicht erkennen, was es sein soll. Das sah bei mir auch so komisch aus, genau. Als wenn es falsch rum zusammengesetzt wurde. Ja, der setzt sich immer wieder zusammen. Mal das Ding hoch, mal vor sich. Keine Ahnung, was es war. Okay, ich starte jetzt mal die Kicks-Budget-Version. Die kommt auf einer Diskette daher. Genau, mit dem gefrästen Logo, wie du gesagt hast. Ist ja witzig. Das haben sie ja bei vielen Spielen gehabt, dass dieses gefräste Logo später. Ja, und oft haben es die Quäcker halt dann eben auch rausgeschmissen, leider. Ja. Das werde ich dir nie verzeihen. Das ist wunderschön. Im Cheat gibt man uns recht, bei Horizontal Shoot, dann hat auch Mr. Talk keine Hemmung zu cheaten, ja. Das kenne ich. Das geht mir genauso bei einigen Sachen. Ich versuche sie immer, aber wenn man den ersten Level nicht schafft, nach vielen, vielen Jahren, irgendwann habe ich keinen Bock mehr.
Glück, dass sie sich überhaupt nicht verändert. Get ready for Crossout. Das klang ja fast wie die Originalstimme, Arne. Wie sich das alles anschaltet hier im Raumschiff. So. Alles verändern. Einfach noch raus auf Level 7. Die Intro-Musik klingt ein bisschen wie R-Type von Chris Hülsbeck auf Amiga. Ja, das stimmt. Also im C64 ist die Musik auch das Beste, würde ich dann am Ende sagen. Auch wenn es ein schönes Spiel ist, aber die Musik ist richtig toll. Jeder Level hat eine andere Musik. Richtig super. Der Gegner hier geht aber, guck mal, der ist ja ganz hübsch. Ein Männchen, ja. Die darauf laufen, sich zu Fliegern verwandeln. Das ist ganz schick. Sag noch mal was. 1, 2, 3, Test. Ja, achso, dann auch noch da, ja. Kommen wir hier. Ich sag jetzt nicht, wonach es ausschaut. Auf mich zu. Sonneninferno, Hölleninferno irgendwie. Sieht auch toll aus. Wie ist der Aufeinanderplatz, ja. Wie gesagt, ich finde es toll, wie viele Objekte die gleichzeitig auf den Bildschirm bringen, ohne dass es einbricht. Ja. Erstaunlich, ja. Echt erstaunlich. Bei mir hat es allerdings vorhin auch einmal kurz geruckelt, als ich da mit dem Satelliten geflogen bin. Also irgendwann ist dann auch eine Grenze. Die Vulkane. Aus, also kann man sie nicht beschweren. Wenn ich das bei dir sehe, möchte ich es einfach nur auf dem Amiga sehen. Ja, nicht nur die Arne. Wie gesagt, ich werde dann später noch auf jeden Fall wechseln. Ich habe es schon vorbereitet. Man kann sich ja so ungefähr vorstellen, wie genial es wahrscheinlich auf dem Amiga aussehen wird. Oliver schreibt schon CPC Bullet Hell. Ja, hier läuft bei mir bis jetzt der Abspann, wenn ihr es euch interessiert. Ah. So sieht auf dem 60 die Endsequenz aus. Die hören wir so mal. Tolle Musik schon wieder. Wahnsinn. Nun lehnt euch zurück und trinkt einen 12 Jahre alten guten Whisky. Auch sehr schön. Grafik ist von Escher, hatte ich ja schon gesagt. Der Sound ist... Und Ramiro Bacca ist die Hauptmusik, genau. Da sind viele Sachen. Wer war das? Bitte? Wer war das? Ramiro Bacca kommt mir bekannt vor. Ja, der hat ganz oft mit Hülsbeck zusammen Sachen gemacht. Die Fassung von Turrican gemacht. Genau, zum Beispiel. Originalmusik Chris Hülsbeck steht hier auch. Umsetzung C60 ist von Ramiro Bacca. Und jetzt werden hier noch der Cast noch gezeigt. Die ganzen einzelnen Aliens werden beschrieben. Der Abspann ist wieder ganz nett gemacht. Wie so ein alter Filmabspann. Er wird ja auf dem Amiga wahrscheinlich noch besser zu erkennen sein. Du hast jetzt doch überraschend lange gebraucht. Es ist schon fast eine Stunde jetzt. 45 Minuten. Ich habe ja wirklich durchlaufen lassen. Also ja. Das Spiel dauert schon dann 40 Minuten ungefähr. Wenn man die Ladezeiten abzieht, vielleicht 35 oder sowas. Wenn man keine Fehler macht. Ja. Und hier stehen noch viele kleine Geschichten. Also auf dem Spektrum sind es dann 4 Stunden allein Ladezeiten. Genau. So, bin ich jetzt auch im 8. Level. Wie sind die Ladezeiten am C64? Die sind mittelmäßig. Also ich habe ja auch 2-3 Minuten teilweise gewartet. Sehr schön finde ich hier, alle Charaktere sind fiktive Personen und bla bla bla. Also richtig schön lustiger Text hier noch am Ende. Geht stundenlang weiter. Color bei Como Color, Lenses bei CBM 1802, Film bei Blaster Vision, Record in Bolby Mono, and Selected Computers. Please use only this carrying the cross-out label with this computer. Schöne Sprüche dazwischen noch wieder. Das heißt, ich benutze keine Raubkopien oder was sollte das bedeuten? Das ist auch sehr hübsch. The end. Ey, es ist wirklich das Ende. Wir meinen es ernst. Hey. Sehr schön. Das stimmt, Oliver. Die Titelmusik ist von Fame, ja. Und nur Additional Sounds von Ramiro Bacca, also Levelmusik teilweise und andere Sachen. Also so viel zu der Fassung hier, bei mir zumindest, würde ich mal sagen. Ich schalte mich mal raus. So, und dann gucken wir gleich mal, ob wir nochmal eine Amiga-Version länger sehen. Ich nehme mich gleich nochmal wieder, ihr könnt ja gucken, ob noch jemand kommt, ansonsten muss ich... Das ist der Gegner. ...ich ja nochmal opfern und wir gucken, was dies da jetzt weitergeht. Michael, sag mal was, wir sehen sonst nichts.
Ja, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt hier. Das komplette Level ist zugestellt mit allen möglichen Hindernissen. Es ist fast ein bisschen wie so ein Labyrinth aufgebaut. Das gefällt mir eigentlich ganz gut bis jetzt. Und jetzt scheine ich wohl so langsam ans Ende zu kommen. So ganz unruhig hat Olli nicht, also sagt er, es wäre wie so ein Bullet Hell Shooter. Zumindest auf dem CPC. Stimmt, ja, du hast da wirklich sehr viele Bullets, aber ja gut. Nicht so. Je nach Level, mal ist es eher Bullet Hell, mal eher Sniper-Schüsse. Also gerade keine Ahnung, wo ich genau hinschießen muss, um Ah, sieht auch ziemlich ganz cool sicher aus Herr bei zu dir werden. jetzt. Ich kriege auch immer nur 3000 Level-Bonus. Ich weiß gar nicht, wie ich das bestimme, wie viel Geld ich bekomme. Das wird einem auch gar nicht gezeigt. Also ich habe mit jedem Level mehr gekriegt. Ah. Nach jedem Levelende. Verstehe. Oh, jetzt nehme ich wieder die Satelliten halt. Zwei vorne weg. Muss ich hier hinschießen? Kein Geld mehr für den letzten, schade. Es macht schon Laune, das in diesen Papierkorb zu schmeißen. Das ist schon echt witzig. Einen einzelnen Satelliten und dann eine Rakete für jeden. Das passt nicht. Ah, kleine Rakete. Okay, jetzt habe ich mich mal anders ausgerüstet. Ich finde auch dieser Shop ist komisch, weil der die Preise gar nicht anzeigt. Sondern man merkt es immer Ja gut, erst, die wenn man Preise stehen im draufklickt. Handbuch. Ach so, muss man eben nachschlagen dann. Hat natürlich aus irgendeinem Grund keiner gehabt. Man sieht bei dir, Michael, auch schön das Cover dort. Das sieht natürlich auch irre aus. Also die Packung Ja. muss auch richtig schön gewesen sein. Das Die ist fetten zumindest die Monster. europäische Amiga-Fassung. Die amerikanische war wohl etwas heller in Rottönen gehalten. Ja. Vielleicht war das auch von diesem Ramiro, von diesem Celal gezeichnet. Gemalt. Der hat ja auch so Cover gemalt, glaube ich. Für Zeitschriften und so. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war Celal, kann der mir auch. Der hat, glaube ich, oder war das nicht der Amiga Joker Endlich. Cover und so? So. Was kommt jetzt? Der Abspann. Juhu. Spiel ist geschafft. Das war kein so schöner Lauftext wie beim Patrick in der C64-Version. Aber. Immerhin durch. Und dann geht es da wieder von vorne los. Gut, dann kann ich ja jetzt mal. Ja gut, Spektrum lassen wir Ich muss weg. sagen, mit einem Satelliten und einer Rakete kommt man relativ. Oh, und schon wieder tot, vergesst es. Also man kommt etwas lockerer durch. So, dann gehen wir jetzt auf die Amiga-Version mit Trainer. Ist definitiv für die Extrawaffen designt. Also ohne Extrawaffen hätte man im zweiten Level, glaube ich, echt keine Chance. Ganz kurz. Mastervolumen ist zu hoch. Kann das jetzt abbrüllt. Jetzt ruckelt es wieder bei mir. Eben gerade.
Ich wünschte, es gäbe Energiepillen zum Aufsammeln oder so. Ich bin wieder beim Endgegner vom zweiten Level. Diesmal, glaube ich, habe ich noch ein Leben. Oh Gott, Alter. Okay, von überall her kommen die Gegner da oben. Was soll das? Immer abwechselnd. Oben links, dann oben rechts, dann oben links, dann oben rechts. Achso, das sind die Schalter, die er da drückt. Ah, ist ja witzig. Der drückt einen roten Schalter für die Gegner oben aus dem roten und dann den blauen für die Gegner aus dem blauen. Aha, jetzt habe ich den roten Schalter zerstört. Jetzt kommen keine Gegner mehr aus dem roten Loch. So. Anscheinend haben sie gerade die Turricans aufgeschaltet zur Vorbestellung. Oh, ich bin völlig fertig. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das war's. Ich hab's geschafft. Man muss nur die zwei Arme zerstören, die die Knöpfe drücken. Ah, jetzt kriege ich zweimal 3000. Ach, du spielst jetzt auch schon mit unendlich Geld da? Nee. Nee, ach, unendlich Geld habe ich nicht. Ich habe nur unendlich Energie. Ach so, aber du hast einen Raum. Okay, ich kaufe mir lieber wieder extra Leben. Ich glaube, ja. Jetzt könnte ich mir natürlich. Nee, ich kaufe mir. Das wäre schon schön, mal die anderen Schiffe mal auszuprobieren, aber ich will mein Geld nicht verschwenden. Ach. Doppelschuss. Rakete. Und Satellit, genau, für jeden noch einen Satelliten. Ah, jetzt passt es, genau. Man hat halt so eine Art inflationär immer mehr Geld. Jetzt habe ich sogar noch extra Geld. Dreierschuss. Nee. Nee. Egal. Jetzt bin ich im dritten Level. Ich glaube, das ist jetzt eine neue Welt, neue Grafik. Mal schauen. So, jetzt schauen wir mal. Du bist gerade im ersten. Ja. Und ja, gut, mit unendlich Energie. Da wirst du mich jetzt bestimmt gleich überholen. Aber es sieht doch wirklich irre aus. Sag mal, ich habe doch unendlich Energie eingestellt. Wieso bin ich jetzt gestorben? Ich hätte vielleicht erst wenn die Energie oder so nochmal. Ich glaube, die Wand zerstört dich vielleicht trotzdem noch. Ah ja, hier ist eine andere Grafik. Und sie sieht ziemlich hässlich aus, muss ich sagen. Dritte Level. Komisch gelb, hässlich. Ja. Naja. Nicht so schön wie der erste Level auf jeden Fall. Eher so braun-matschig. Jetzt etwas mehr erwartet. Schauen wir mal. Na gut. Es ist jetzt wirklich nicht schön. Ich meine, so schlimm ist es auch nicht. Oh Gott, naja. Sieht fast aus wie Top Banana. Ja, so schlimm ist es. Aber lang nicht so schön wie die erste Welt. Also kein Vergleich. Auch das hier. Nein, das sieht ja fast aus wie ein PD-Spiel. Was ist passiert? Celal. Ah, ein Endgegner. Oh! Ach, der Scheiße. Oh Gott. Zerlegt sich ständig selber. Zerlegt sich so eine Art. Du musst alle Einzelteile kaputt schießen. Gott, ich habe schon alle meine Leben verloren. Okay. Oh. Was ist das hier alles? Nur komisches Zeug. Die Dinger hängen vor mir. Lass mich nicht mehr schießen. Und tot. Oh, das war jetzt aber wirklich enttäuschend. Da habe ich jetzt mehr erwartet. Noch nicht mal in die Highschool-Liste. Fies. Vielleicht war das jetzt so ein Beispiel, wo man dann wissen muss, welche Extrawaffe man nimmt. Das kann gut sein. Oh, der wollte was abspeichern. Error. Ist ja witzig. Habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Wahrscheinlich weil vielleicht, die Diskette. Vielleicht speichert ein Highscore. Die Diskette ist schreibgeschützt. Ja, er wollte den Highscore speichern. Na gut, Reset. Wahrscheinlich, weil die Diskette im ZIP-File ist, dann kann er nicht speichern.
Schelaldet ausgesprochen. Schelal, ja. Anmerkung von Bitter. Schelal. Schelal, von Schelal habe ich für den zweiten Level mehr erwartet. Aber vielleicht wird der dritte ja dann wieder richtig schön. Die dritte Welt. Aber da muss man ja wieder zwei Level schaffen. Also den vierten Level müsste ich schaffen, um die nächste Welt zu sehen. Was machst du jetzt, Michael? Ich habe nochmal geschaut, ob der Trainer wirklich an ist. Ach so. Also sowas habe ich früher ehrlich gesagt nie gemacht als Jugendlicher. Ich habe das Spiel einmal, zweimal gespielt, dann nächstes, weil immer ein ganzer Diskettenkasten da war. Normalerweise habe ich solche Spiele gar nicht angefasst, weil ich gewusst habe, nach 10 Minuten geht mir eigentlich die Lust aus. Weil ich nach 5 Minuten schon dreimal gestorben bin. Und habe die dann nur zur Seite geschmissen. Ja. Naja, eigentlich etwas unfair. Das ist jetzt im Prinzip so das Einzige, was mich jetzt hier gerade an dem Spiel hält. Aber ich finde es schon etwas unfair, weil die Spiele haben eigentlich schon verdient, etwas mehr gespielt zu werden. Aber so schlecht ist es wirklich nicht. Das schon, aber es war halt eben, wie gesagt, noch nie wirklich mein Genre. Also meins eigentlich schon. Ich glaube, ich wurde damals durch R-Type geprägt, durch diesen Automaten bei Kaufhof da in Hannover. Da war, oder bei Karstadt Sporthaus, da war so ein, oder Kauf, nee, Kaufhof. Eins dieser beiden Kaufhäuser, da war so ein R-Type. Ganz früh waren wir da als Kinder schon dran und dadurch wurde ich auch so ein bisschen geprägt, glaube ich. R-Type ist auch ein wundertoller Einstieg in das Genre. Bei mir waren es eher so die Jump'n'Run-Spiele, die gelaufen sind. Ah. Sonic, Altered Beast. Und ja. Auf dem Nintendo habe ich nie spielen können, aber die anderen immer schneller. Meinst du im Kaufhaus oder bei dir zu Hause? Ja. Im Kaufhaus. Ja, im Kaufhaus war das komisch, da waren immer so Trauben von Kindern. Alle hingen es an Super Mario und ich habe dann an der Sega-Konsole gespielt. Ja, die wollte keiner spielen, das war bei uns auch so. Alle wollten immer Super Mario spielen. Und ich habe mich da auch dann manchmal angestellt, aber dann kam man eigentlich nie zum Zocken. Deswegen mussten wir dann auch ein NES haben. Als wir das bei Karstadt oder so oder Kaufhof, ich glaube, es war bei Kaufhof in dieser Technikabteilung, als wir das da gesehen haben, da musste Super Mario nach Hause, weil es war einfach so unglaublich, wie der da diese mit dem Kopf diese Steine zerstört und so. Es war irgendwie für uns als Kinder der Wahnsinn, dass man sowas machen konnte in einem Spiel. Sozusagen die Welt irgendwie verändern. Steine zerstören. Durch das Zerstören der Steine irgendwie neue Wege frei hauen, sozusagen oben auf die Decke gehen, als man das gesehen hat. Das haben wir alles bei Kaufhof gesehen, als die Kinder das dort gespielt haben. Die Warp Zone, diese Verstecke, dieser versteckte Raum. Ach, das war herrlich. Dann kam das Nintendo nach Hause und mein Stiefvater hat dann kurz nach dem Weihnachten, an dem zweiten oder dritten Weihnachtsfeiertag, die Sicherung umgeschaltet. Wir haben halt den Fernseher so fett mit unserem Nintendo belegt und er hat dann einfach gesagt, so, ihr hört jetzt auf oder ich drehe die Sicherung raus. Wir haben nicht aufgehört, da hat er eben die Sicherung rausgedreht. Und dann hat unsere Mutter uns einen eigenen Fernseher fürs Kinderzimmer gekauft, weil es ging halt nicht. Wir hatten halt vorher nur einen Fernseher für die ganze Wohnung. Das war schon irre. Der CPC hat ja einen Monitor. Den grünen Monitor hatten wir schon im Zimmer, aber keinen Fernseher für das Nintendo. Gut, aber das war ja auch so, dass du den nicht für nichts anderes als für den CPC nutzen konntest. Ja, vor allem, wenn du am CPC sonst so spielst und dann auch Nintendo siehst, ne, das flüssige Scrolling war ja der Wahnsinn. Mhm. Wir kannten natürlich auch schon C64, da war es auch flüssig und ich weiß noch, ich hatte mit meinem Bruder dann auch die Diskussion so, haben wir uns dann gegenseitig, aber habe ich ihn gefragt, was findest du denn besser, Gianna Sisters oder Mario? Da hat man schon immer so, ja, überlegt. Weil beide Spiele waren halt gut. Aber jetzt spiel doch mal. Aber der lädt gerade noch. Oh Gott, warum ist das bei dir so langsam? Ach so, du bist jetzt. Ah ja, okay. Ist irgendwie selektiv, was die Unverwundbarkeit angeht. Ich wette, es ist. Versuch einfach nicht in die Wände zu fliegen. Ich glaube, dann wird's gehen. Ich glaube, auch wenn irgendwas durch mich fliegt, dann reagiert er. Oh Gott.
musst du beim Endgegner auch aufpassen, dass der dich nicht berührt. Da vorne bin ich an so einer Mine hängen geblieben. War dann gleich weg. Ja. Wahrscheinlich wird das als Kollision mit dem Hintergrund irgendwie erkannt. Ja. Hau die mir weg, jetzt geht's. So. Ja, bei dem, wenn du etwas länger wartest. Michael ist jetzt auf Amiga umgeswitcht, oder? Ja, durch Amstrad bin ich durch. Da hatte ich die Endsequenz. Immerhin, haben wir schon mindestens mal was gesehen. Bei dir sieht die Amiga-Version etwas kantiger aus als bei Arne. Woran liegt das? Am Filter, oder? Keine Ahnung. Hat er vielleicht einen anderen Filter? Wir können ja am Stream legen, du spielst auf dem Mister, oder? Ja, ich habe aber keinen Filter. Also nur dieses sieht Interpolation Sharp. Sieht aber tatsächlich weicher aus. Mein Computer ist auch nicht so schnell, den ich zum Stream benutze. Deswegen ist das auch relativ niedrig aufgelöst. Ich glaube 720p nur oder so. Okay. Aber für Amiga ist ja egal. Der hat ja eh nur 320 mal irgendwas. 256 oder so. Ich verbringe gefühlt genauso viel Zeit im Shop wie im eigentlichen Spiel. Sag nochmal was, Michael, dass man dich mal sieht. Ja, ich müsste jetzt dann langsam auf dem Weg zum Endgegner sein, zum ersten. Aber den haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, glaube ich, jetzt auf Amiga. Ja, aber dein Raumschiff hatte ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen, das rote. Das ist jetzt das zweite Raumschiff gewesen, das rote. Ah. Einmal habe ich es mir vielleicht auch gekauft. Hat das dann mehr Energie auch? Kann sein. Also er ist ja nicht komplett voll. So wie es jetzt gerade bei mir liegt. Mit dem Energiebalken. Ja. So bin ich reingekommen. Ah, nee, das ist genau wie bei mir. Also dann ist das. Ich weiß nicht, ob es sich das irgendwie besser steuern lässt oder wie er reagiert. Vielleicht verliert es weniger Energie, dass es sozusagen eine härtere Hülle hat. Das könnte ja auch sein. Das muss man alles mal austesten. Nein, in die Wand reingeflogen. Ach Mann. Hast aber mehr, du musst ja mehr Leben kaufen. Oh. Hast du dir nur ein Leben gekauft? Ja. Ich glaube, ich muss mehr Safe States anlegen. Hey, es ist vor allem, ich weiß ja, dass sie mit diesen blauen Schüssen direkt auf mich drauf schießen. Trotzdem erwischt es mich jedes Mal. Custom. Ich bin jetzt echt enttäuscht, dass der zweite Level gefühlt so, für mich zumindest, für meinen Geschmack, so viel hässlicher aussah. Die zweite Welt als der erste. Als die erste. Ich wette, die dritte sieht dann wieder richtig genial aus. Nein! Ein best ausgerüstetes Raumschiff. Ja gut, also im dritten Level, aber ich irgendwie sind immer zwei Level sehen immer gleich aus.
Also das ist hier jetzt ja auch der zweite Level, aber ich würde das noch als die erste Welt bezeichnen, weil ich bin ja immer noch im gleichen Hintergrund. Und dann im dritten Level sozusagen, da kam dann ein neuer Hintergrund. Das heißt, das würde ich dann als zweite Welt bezeichnen. Also neues Teilset einfach. Oh, hier ist es wieder, der Endgegner. Diesmal weiß ich, was ich tun muss. Einfach die Hebel zerstören. Quick Restore State. Den anderen Button. Der ist eigentlich ganz leicht. Wenn man nicht diese Angst mehr hat vom ersten Mal. So. Sieht dann halt auch total raus, wenn dieser Shop kommt, weil du bist halt voll im Adrenalinstoß, hast gerade den Endgegner geschafft und dann musst du dich hier erstmal wieder total entspannen in diesem komischen Shop, da rumklicken. Hm. Ich bin echt kein Fan. Ich fand auch bei Xenon das so nervig mit diesem Shop. Ich meine, es sieht halt cool aus, aber... Vielleicht dieses Ding, was ist das? Keine so. Ahnung. Komischer Greifer oder sowas. Hast du das mal ausprobiert? Dieses komische blaue Ding? Nee, habe ich bis jetzt nicht gebraucht. So, jetzt habe ich mir noch die beiden Save States auf die Joystick-Buttons gelegt. Auf die Joypad-Buttons. Kann ich vielleicht kurzfristig schnell laden und speichern. Also wenn schon cheaten, richtig. Du könntest auch mal probieren, ob du irgendwas rausfindest mit Alt und Space. Also bei mir war da irgendwie nichts. Ich habe jetzt auch auf einen der Knöpfe Alt gelegt. Schauen wir mal, ja. ob da irgendwas zu sehen ist. Ja. Man könnte natürlich auch den blauen Schuss nehmen. Ne? Da muss man die Sachen weniger treffen wahrscheinlich. Ah. Aha. Du musst die Sachen erst in den Papierkorb schmeißen, damit du das Geld zurückkriegst und dann die neuen Sachen anklicken. Ah. Hammer. Wenn ich das alles erst in den Papierkorb schmeiße, kann ich mir den blauen Dreierschuss leisten. Was mir auch etwas fehlt, ist der Beamschuss von R-Type, dass man so Knopf gedrückt halten kann und dann einen großen Schuss schießen. Ja, weißt du nicht, ob es die nicht irgendwo zu kaufen gibt? Ist dann nicht alles ja, durch? Vielleicht ist es eins der anderen Sachen, ja. Hier ist wieder der hässlichere Level. Oh, jetzt mit blauem Schuss natürlich viel leichter. Ach, es ist schon gut. Es sieht zwar braun und hässlich aus gerade, aber egal. Vielleicht sah es ja auch auf dem echten CRT-Fernseher noch irgendwie bunter aus. Dieser Farbton. Vielleicht soll das so Gold sein oder so, aber bei mir ist es eher so eine braune Matsche. Sehr gut, geht. Hä? Eben gerade hat sogar das Scrolling etwas geruckelt. Na gut. Ich habe jetzt ja auch Dreierschuss. Alter! Oh, verdammt! Okay, es ging. Was ist das? Was sind das für Teile? Hast du das auch? Die hatte ich auch gehabt, ja. Wie kriegt man die weg? Ich habe die weggeschossen, keine Ahnung. Oh Mann.
Aber das Coole ist, durch den Papierkorb, dadurch, dass ich den Papierkorb richtig benutzt habe diesmal, habe ich halt mit allen meinen drei Leben volle blaue Schussausrüstung. Hey, aber diese ganzen Homing-Geschichten, was soll das? So. Ja, es soll wohl Gold sein, nicht braun. Oh, Endgegner. Skorpion, ich habe ihn gesehen. Und bin tot. Oh Gott, jetzt wieder von vorne. Wie spät ist es? Ach. Irgendwie klingt dieses Zerplatzengeräusch ganz merkwürdig. Ja, dieses komische also, Frupp, Frupp, ja. Ja, als wenn da jemand auf den Tisch haut. Ich weiß auch nicht, wie ich hier den Schreibschutz löse. Ah, es geht trotzdem. Ah, gut. So. Genau, da kannst du dich einfach vor die Röhren stellen. Genau, du kannst bei die Schüsse auf. Ja, ich darf nur nicht in der Wand verschwinden. Ja, und wahrscheinlich auch nicht in seinem Kopf. Gleich fängt der Kopf nämlich an zu bewegen. Dann kannst du dich da oben links verstecken. Kopf ging, das war noch kein Problem. Ach so. Nur ich bin unten in dieses Stückchen Wand, das da rausschaut, reingefahren. Dann bin ich gleich gestorben. Aber gut, jetzt habe ich ja Safe States, das geht's ja. Mal schauen, ob wir das Ding auch nochmal durchkriegen. Welchen Level bist du jetzt, Michael? Jetzt bin ich gerade im ersten durch. Jetzt hast du gespeichert mal zwischendurch. Ja, ich muss mein Joypad nochmal ummappen, dass ich da Safe States nutze, weil diese unendlich Leben nicht so ganz unendlich sind. Oder so unendliche Energie. Die wirkt wohl dann nicht, wenn du in die Wand reinfährst. Okay, jetzt geht's wieder los im ersten Level. Diese Wartezeit mit dem Shop und dem Laden ist wirklich fast unerträglich. Ich weiß auch noch früher, da habe ich das geladen und dann hatte man immer nur so ein paar Sekunden, wo man diese wunderschöne Grafik bewundern konnte und dann war es halt gleich wieder vorbei. Dann, ja, hatte man eben keinen Bock auf das Laden zu warten. Bist du auf dem Original Amiga, Michael? Nee, auf UE. Ah. Welche Version? IPF oder Kicks oder also ein Disk-Version oder zwei? Eine Zwei-Disk-Version. Oh. Die Ein-Disk-Version hat leider alle keinen Trainer. Müssen wir hoffen, dass es sich da nicht hängt. Ja, wird sich zeigen. Es ist auch mies. Du musst da quasi warten, bis er oben ist, dass du den auch wirklich treffen kannst, solange er ein Schutzschild hat. Und dann trotzdem daneben schießen, ja. Ja, wenn du das Schutzschild zu früh wegtriffst, dann hast du keine Gelegenheit mehr, ihn zu treffen. Ja, ja. Das hat mir Patrick vorhin schon erklärt, aber trotzdem mache ich es immer noch falsch. Einfach aus Ungeduld. Ah, ja, das ist mir aber vorher gar nicht aufgefallen, dass da ein Schutzschild war auf der Amstrad-Version. Das ist normal, dass man es zuerst nicht macht und nicht dran denkt. Das ging mir schon als. Nee, da ist es wahrscheinlich auch nicht gewesen. Sonst hätte ja irgendwas in der Grafik geändert werden müssen. In die Wand rein.
fehlt natürlich auch jetzt ein Element in dem Spiel und das sind eben die Extras. Weil bei anderen Shoot'em-ups hat man noch dieses Element, dass man eben versucht, die Extras einzusammeln, während man die Gegner zerschießt. Das gibt's ja hier gar nicht. Ja gut, da gibt es keine Extras, sondern die kannst du ja kaufen. Ja, ja, genau, aber das ist halt, na gut, das macht immer noch mal extra Spaß, finde ich, diese ganzen Boni. Eine andere Idee, die haben was ganz Neues versucht, was anderes versucht und halt nicht ganz perfekt vielleicht, aber ich finde die Idee eigentlich ganz schick, das mal anders zu versuchen. Ja, ja, also ich finde es jetzt auch nicht schlecht, das Spiel. Aber ich finde, es wäre schon schön gewesen, wenn manchmal noch so ein kleines Energiepaket da irgendwie rumfliegt, das man einsammeln kann. Ja. Dass man auch mal neue Energie bekommt. Gerade für das Schild, um den wenigstens aufzustocken. Ich weiß auch gar nicht, wie man jetzt neue Energie bekommt, ob ich am nächsten Level wieder volle Energie habe mit diesem Raumschiff jetzt. Oder ob ich mir im Shop irgendwie auch Energie dazu kaufen kann. Das könnte ja auch gehen. Oder ich müsste das Raumschiff vielleicht in den Papierkorb schmeißen und mir dann das nochmal kaufen. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß noch nicht, wenn man was in den Papierkorb schmeißt, kriegt man das dann weniger Geld? Nee. Okay, so jetzt schmeiße ich den Doppelschuss in den Papierkorb für jedes Raumschiff. Oh, mein Raumschiff ist verschwunden. Level 2 Endgegner. Da müssen wir hier die ganzen Krallen wegschießen. Da habe ich auch vorhin ewig gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Ja, genau. Das sind so Schalter, die so Schalter betätigen. Mann, geht das schnell bei dir. Ey, du hast so einen starken Schuss, das hat bei mir viel länger gedauert. Ich habe vorhin mein komplettes Raumschiff weggeschmissen und von dem Geld dann fast höchste Stufe gekauft. Genau, ich habe jetzt auch einfach mal alles im Papierkorb geschmissen und neu gekauft. Vielleicht bringt das ja was. Ich glaube, das war keine gute Idee. Mal schauen. Levelbonus 2x3000. Ja, nee, das war eine dumme Idee. Also wenn du das in Papierkorb schmeißt, dann kriegst du weniger... Ah, wahrscheinlich ist das nach der Energie. Wenn dein Raumschiff kaum Energie hat und schmeißt in Papierkorb, dann kriegst du nur wenig Geld dafür, weil jetzt habe ich weniger Geld als sonst immer. Durch das Wegschmeißen der Raumschiffe. Oh, verdammt, ich sehe schwarz. Ja, schlecht war das Raumschiff nicht. Lass mal nochmal. Oh, na gut, mach ich halt nochmal hier Dreier. So. Ah, irgendwie macht der Shop fast genauso viel Spaß wie das Spiel. So, jetzt kaufe ich das. Der hat kein Satellit, das geht ja nicht. Oh Gott. Der hat auch einen roten Schuss. Ja, ja, ich habe halt einen Fehler gemacht. Ich habe alle meine Raumschiffe in den Papierkorb geschmissen. Oh, Scheiße. Was? Hey, irgendwie kann es sein, dass die das mit Verlust, dass man das immer mit Verlust wegschmeißt? Ja, aber es ist ein guter Händler ist dann ja. Oh nein, ich hoffe nicht, aber es scheint so. Ich kann es mal ausprobieren. Also ich habe jetzt eine Rakete so. Ah ne, jetzt kann ich es nicht ausprobieren. Doch. Jetzt habe ich 1430 so. Jetzt kaufe ich sie mir 630, also 700. Jetzt geht es wieder zurück auf 1400. Nee, also man verkauft nicht mit Verlust. Sonst wäre es ja auch schrecklich. Könnte man gar nicht rumprobieren. Gebe ich ihm hier noch eine große Rakete. Nee, geht auch nicht. Also egal, jetzt los, zack. Schon wieder 5 Minuten im Shop verschwindet. Was sagst du zu der Grafik, Michael? Die erinnern sich ein bisschen an Ghosts and Goblins, muss ich sagen. Ja, habe ich auch gedacht, diese komischen Strukturen. Vor allem, was soll das sein? Dreck? Erde? Ich denke, die wollten vielleicht von Artem kopieren, aber nicht direkt. Also die einfach nur die Farbpalette geändert haben. Dann. Wo es bei Artem eben ein bisschen organisch ausgeschaut hat. Also diese pilzigen Gedärme von ja, Artem sowas. Da, ja. Hier sieht es halt jetzt eben nach
Vulkan aus oder nach, keine Ahnung. Ach der. Ja, also etwas unglücklich. Ah, jetzt habe ich die auch. Okay. Ja, wie sag mal, wie du die gleich wegkriegst. Wenn überhaupt. Keine Ahnung, ich bombe einfach drauf, was geht. Bei mir sind die nur verschwunden durch Tod. Also dadurch, dass ich dann irgendwie gestorben bin. Dann waren sie natürlich weg. Ist es immer noch da? Ah, jetzt hast du es weg. Jetzt habe ich es weg. Aber ich glaube, meine Satelliten sind verschwunden. Vielleicht haben die Satelliten die zerstört. Kann sein, dass er die Satelliten vielleicht aufgefangen hat. Dass ja. Wir nicht mehr gefolgt sind. Nein. Ey, diese verfickten Homing-Missiles. Falscher Knopf! Fix! Hast du gesaved statt geladen? Ja, natürlich. Okay. Und wenn man einmal den blauen Schuss hatte, dann gibt es keinen zurück. Ey, der orangen Schuss ist so schlaff. Oh. Echt, diese Homing Missiles. Oh. Alter. Nee. Alter. Okay. Oh, du bist in der Highscore-Liste. Ich schaue jetzt gerade. Ist das dann Geld? Heißt das, du hast 22.000 Geld gehabt? Normal, ja. Also ich glaube, die Highscore ist 1:1 das Geld, das du gesammelt hast. Turrican Anthology. Also so wie es ausschaut, kannst du jetzt das Turrican vorbestellen. Ist es ein neues oder das alte? Es sind so zwei Anthologien. Die eine hat Turrican 1, 2 für eine Amiga als Neuauflage. Dann Super Turrican und Super Turrican Director's Cut und Mega Turrican. Also quasi die wichtigen Sachen. Und das andere hat dann nochmal Turrican 3 für eine Amiga. Mega Turrican für einen Mega Drive. Ja, noch ein bisschen was anderes. Was mich ein bisschen stört, irgendwie scheint das Ganze hier nicht. Nö, das interessiert mich dann nicht. Außer, nicht für den PC rauszukommen. Als Version. PlayStation 4, Switch. Ja, gut. Da bin ich mal gespannt, wie sie das machen auf der Switch. Die werden da ob sie einen Amiga-Emulator laufen. Ja, aber ob sie ihren eigenen Amiga-Emulator benutzen oder irgendwie eine Lizenz, irgendwie einen einkaufen oder so. Weil eben mal schnell so einen Amiga-Emulator zu programmieren, ist ja auch nicht so ohne. Nachdem die ja alle möglichen Versionen haben, denke ich mal, die werden vielleicht sowas wie RetroArch verwenden. Im Hintergrund. Kann sein. Ich weiß gar nicht, wie das bei RetroArch ist, ob man das darf. Ich glaube, das ist nicht erlaubt für kommerzielle Projekte. Laut Lizenz. Du kannst ja immer noch mit dem reden und vielleicht eine Lizenz erwerben. Genau, aber das könnte dann bedeuten, dass die bei RetroArch dann vielleicht ein paar Lizenzeinnahmen kommen. Ja, ja. Wäre vielleicht fürs Projekt nicht verkehrt. Ja, genau.
Ich glaube kaum, dass sie jetzt für jede Version einen eigenen Emulator lizenzieren. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit WinUAE ist, weil RetroArch basiert ja eigentlich auch auf WinUAE. PUAE, EUAE, ist alles, basiert ja alles auf UAE. Das kann ich auf UAE für kommerzielle Projekte freigegeben ist. Ich denke schon, wenn du schaust, Cloanto verwendet ja auch UAE für sein... Ja, stimmt, aber die haben, glaube ich, irgendeinen Deal mit Tony Weiland gemacht, mit dem Programmierer dort. Die haben da irgendwas, irgendeinen Deal. Hm. Aber nicht, ob das wegen der Lizenz ist oder einfach so, weil sie den halt supporten wollen, weil sie halt davon profitieren. Das kann natürlich auch sein, dass das eigentlich das weiß ich nicht war. Aber ich weiß, bei RetroArch geht immer ein ziemlicher Shitstorm los, wenn eine Firma das so sozusagen verwendet. Da gab es auch schon einige so Gerichtsgeschichten. Weil das auch in so Emulationsgeräten aus, so billigen Emulations-Handhelds oder Geräten manchmal da so benutzt wird. Ja gut, es kann auch sein, dass sie vielleicht M2 dafür eingebunden haben. Ja. Die sind ja mittlerweile spezialisiert darin. Das wäre natürlich der Hammer. Ich glaube, so jemand wie M2, die coden sich dann eben schnell einen Amiga-Emulator. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, wenn die nicht schon irgendwo einen auf Lager haben. Ja, genau. Das sind ja auch voll die Experten in... Okay, ich bin wieder beim Skorpion. Okay, ich schaff's jetzt vielleicht nicht. Es ruckelt jetzt leider auch beim Skorpion. Du musst ein bisschen aufpassen auf den Schwanz. Sobald der Oberkörper explodiert, kommt der Schwanz auf dich zu. Ah, okay. Also so weit, so gut. Ich muss ihn halt gefühlt irgendwie tausendmal treffen, aber jetzt ist er tot. Jetzt kommt der Schwanz auf mich zu, du hast recht. Und er hat mich getötet. Oh, hätte ich mal auf dich gehört. Nein, ich war fast im nächsten Level. Schade. Oh. Hätte ich wahrscheinlich im Kreis fliegen müssen. Also es gibt auf jeden Fall so einen Monsterschuss. Wenn du mal bei mir schaust. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit F1 einfach nur den Standard gekauft. Und da war der mit drin. Und wie schießt du den? Länger gedrückt lassen. Oh nein, vielleicht gab es das die ganze Zeit schon. Ich habe den normalen Dreierschuss in Rot. Ja. Und halt noch eine Option da drin. Ich weiß aber jetzt nicht genau, was die Option ist. Ah, ich mache also ich kann jetzt nicht sagen, welches Symbol das genau ist. Ah, das Ding ist ein Beamschuss. Ist ja genial. Das ist dieses Symbol da. Ach, hast du es auch F1 gedrückt, oder? Mit F1, ja genau. Das genau. Ist also dann, ist wahrscheinlich diese ganze Spalte hier so eine Art Beamschuss. Gibt ja auch einen blauen Blitzschuss. Dann kaufe ich mir Doppelschuss mit Beamschuss. Obwohl, braucht man Beamschuss im ersten Level? Eigentlich nicht. Im ersten Level schaffe ich auch ohne Beamschuss. Natürlich für Endgegner extrem praktisch. Mhm. Hallo. Hallo. Hallo, Ingo. Servus, Ingo. Oh. Was spielt ihr denn? Seid ihr durch schon? X-Out natürlich, X-Out. In zwei Versionen sind wir durch, ja. Patrick hat es auf dem C64 durchgezockt. Was war die beste Version? Michael hat es auf dem CPC durchgezockt. Die beste Version ist definitiv, würde ich sagen, die Amiga-Version. Übrigens, Arne, ich muss dich korrigieren. Und zwar, du hattest vorhin gesagt, man kann bei dem Competition Pro den zweiten Knopf nicht belegen. Also zumindest bei der Anniversary Edition, die ich habe, da geht das. Wir hatten doch letztes Mal dieses eine komische Spiel gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Sofort. Sag mal, Ingo, du klingst so dumpf. So. Du klingst etwas langsam. Du klingst so, als wärst du in Slow-Mo. Ja, beim Anniversary geht das. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Das ist ein anderer. Hallo, 1, 2, 3, Test. Immer noch sehr langsam. Noch ein bisschen komisch, ja. Ah. Warte mal, ich habe eine Idee. So wie Patrick damals, als er das Skype-Problem hatte. Robin, das eine Mal auch. Warte mal. Du klingst wie der Märchenoper. Vielleicht nochmal das Mikro ein- und ausstöpseln oder Frequenz ändern. Warte. So, 1, 2, 3, Test. Besser? Nicht viel. Immer noch komisch. Warte mal, ich wechsle mal gerade die... Vielleicht nochmal außen einloggen. Notfall. Ja, okay, Moment.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Terracon kaufen soll oder nicht. Wenn es halt wirklich nur für Switch oder PS4 erscheint, ist ja langweilig. Also ich werde auf jeden Fall erstmal abwarten, wie es so aussieht mit Lag und wie die Emulation so funktioniert und so. Ja gut, das ist strictly limited. Das heißt, wenn, dann muss es halt irgendwo auf eBay später stehen. So, hallo, besser? 1, 2, 3, Test? Nicht wirklich. Nee? Warte mal, ich schalte mal gerade das Mikro um. Geh mal direkt über das Rohr. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. Jetzt besser? Hallo? Vielleicht etwas besser, aber immer noch ein bisschen komisch. Sag mal was. Über das Voice Meter. Hallo, 1, 2, 3, Test. Warte mal. Du wirst immer noch irgendwie verlangsamt. Ja. Bin ich slow. Gab es irgendwie ein Update von irgendwas von OBS? Ich weiß auch nicht, wie das damals der Robin und Patrick weggekriegt haben, dieses Problem. Ja. Vielleicht die Audio-Option bei Zoom. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber es klingt schon etwas komisch. Ich könnte aber nochmal ein Reset machen, vielleicht geht es dann besser. Oder warte mal, ich mache mal hier das Mikro lauter. 1, 2, 3, Test, 1, 2, 3, Test. Und jetzt? Ist das lauter? Man kann dich verstehen, aber deine Stimme ist verfremdet. Du klingst halt etwas... Ach, warte mal. Verfremdet? Warte mal, ich schalte mal das Noise Gate aus. Jetzt besser? Hallo? Jetzt ist es aus. Immer noch anders als sonst. Immer noch anders. Warte mal, dann stöpsel ich mal das Rohr aus und wieder ein. Du klingst so, als hättest du irgendwie einen Tennisball im Rachen. Habe ich ja auch vielleicht heute. Na, wie heißt diese eine Chemikalie, die entgegen zu Helium wirkt? Brom? Ja. Irgendwas, was eine höhere Dichte hat als... Ja, was halt eben die Stimme entsprechend runterzieht. Ich weiß auch nicht, genau. Es geht ja nur um die Dichte des Gases. So, das ist jetzt irgendwie ein lokales Mikrofon. Jetzt da klingst du gut. Das Rohr ist abgestürzt. Ja, jetzt klingst du besser. Es ist jetzt deutlich besser. Komisch, mein Rode ist heute auch abgestürzt mit Zoom zuerst. Ich muss das aus- und wieder einstöpseln. Test, hallo? Jetzt ist Rauschen. Es rauscht, aber du bist jetzt auf jeden Fall in der normalen Geschwindigkeit. Michael, bei dir ist da unten links auch in der Anzeige sowas Blaues. Das habe ich bei mir gar nicht. Keine Ahnung, was es ist. Torpedo oder sowas. Hm. Oh. Was war das? Das ist so ein komischer Greifer gewesen. Oder hat zumindest auf der Grafik so ausgeschaut wie so ein Greifer. Ah, das und der geht auch mit lange Knopf gedrückt halten. Genau. Ja, ich habe da nichts da unten. Ist ja witzig. Vielleicht ist das deine Smart Bomb oder so. Die mit Space oder Alt oder so geht. Ja, jetzt ist es weg bei dir, das Blaue. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, gedrückt. Was passiert ist. War wahrscheinlich irgendeine Bombe. Benutzt. Ja, Smart Bomb oder so. Keine Ahnung. Ich kann es ein- und ausschalten. Oh, ich bin hier mal oben rum. Ganz anderer Weg. Wie einfacherer Weg. Oh, wieder tot. Verdammt.
Ey, diese dummen Homie-Missiles. So. Schön. Kann ich jetzt hier alle drei Klammern gleichzeitig angreifen? Das sieht auf Amiga auch schön aus, das Endmonster, Michael. Das ist jetzt das aus dem zweiten Level. Ich erinnere mich, sowas Ähnliches hatte ich vorhin auch, aber mit weniger Pixeln. Ingo hat schon aufgegeben, oder? So, hallo. Ingo ist jetzt besser? Ja, perfekt. Jetzt ist besser. Jetzt, Ingo, komisch, ich habe einfach einen Neustart gemacht. Ingo, du hast da was im Gesicht. Ja. Klöppel. So geht's, glaube ich. Immerhin hast du so. Heute nichts Grünes. Ja, es ist also ganz komisch. Also, ich habe nichts gemacht, ich habe nur einen Neustart gemacht und dann war es besser. Mensch, diese blöde moderne Technik. Ja, schlimm. Man sollte alles Retro machen. Ja. Hast du Flecken? Und Arne, spielst du mit dem Mister? Ja, zum ersten Mal im Videostammtisch jetzt mit Mister und Capture-Karte. Glückwunsch, endlich hast du mal ordentliche Hardware. Vor allem, ich kann in komplett flüssig jetzt spielen. Ja. Ohne Lag und so, weil das ja durchgeschliffen wird und das ist schon okay, toll. Okay, du spielst nicht mit der Option 2. Also das heißt doch, du spielst mit der Option 2. Du lockst also nicht den, das genau, Ganze genau, ich spiele mit V-Sync Adjust 2. Das heißt, das wird durchgeschliffen ohne Lag in 50 Hertz und die Capture-Karte greift sich da irgendwas ab in 60 Hertz. Verdoppelt irgendwelche Frames oder so. Das ist halt, ich weiß auch noch nicht, was das Problem bei mir ist. Also scheinbar, wenn ich jetzt auf Lag-Einstellung 2 gehe, es scheint ja ab und zu gehen, aber irgendwie, wenn ich dann die Cores wechsle, das heißt, wenn der halt irgendwie andere Frequenzen einsetzt, hängt sich halt dann der Mister sehr schnell auf. Also es wird irgendwie instabil. Und es macht natürlich keinen Spaß. Also das ist halt irgendwo ein bisschen blöd. Außerdem habe ich festgestellt, dass mein Monitor saumäßig lange braucht zum Synken dann. Dann hängt er dann so 10, 15 Sekunden zum Synken und es macht halt irgendwie keinen Spaß. Also ich brauche da ein neues Setting. Und ich habe auch mal nachgeschaut, weil der Danny hat gemeint, dass meine Karte hat irgendwie kein Decoder und dass der den Decoder von der Grafikkarte, also die GPU von der Grafikkarte nutzt. Aber die Elgato HD60 Pro, also diese interne, die hat die gleichen Systemvoraussetzungen wie meine Box. Also irgendwie verstehe ich das nicht ganz, wo das Problem liegt. Es kann natürlich auch sein, dass sie halt einfach gesagt haben, ja Leute, ihr braucht keine 50,4 Hertz oder sowas. Das ist Blödsinn. Und, es kann sein, dass sie da nicht dran gedacht haben, das irgendwie zu supporten. Ja. Genau. Und die, Moment, hab ich vorhin gesagt, der Mister crasht. Das ist natürlich Blödsinn. Die Elgato crasht wie verrückt. Ja. Die muss man halt vielleicht gibt es ja ein Firmware-Update, das BIOS-Update oder so für die Karte selber. Das kann sein. Ansonsten bin ich ja recht zufrieden, aber man muss halt das Ganze schon locken auf 50 oder 60 Hertz. Und wenn man mal ehrlich ist, also die meisten Sachen, also da fällt auch kein Ruckeln auf. Also das ist halt dann auch schon so auf so einer niedrigen Ebene. Es sind halt nur so Mikroruckler dann immer mal wieder, so ein ganz kleines Stottern. Aber das ist mir schon zu viel. Ich bin da auch sehr empfindlich. Dir ist es aufgefallen? Also der Unterschied zwischen Lag-Free und Adapt-to-Sync-Option? Adapt, V-Sync, meinst du, wenn ich V-Sync 0 mache, ja. Genau, also dieser V-Sync 0 ist noch ein ganzes kleines Tick flüssiger dann. Mit 2. Und bei 0 ist es nicht ganz so flüssig. Und was ist mit 1? Eins habe ich nie probiert. Da richtet er sich nach dem Core, die Frequenz. Das müsste ja eigentlich auch dann leckfrei sein, oder nicht? Ja, eins habe ich nie probiert. Das weiß ich nicht mehr genau, was das war. Ich weiß nur noch, dass 2 das Beste ist mit dem wenigsten Lag. Ich glaube, 1 hat auch noch irgendeinen Framebuffer dazwischen, hat also dann auch einen Frame Lag und 2 hat dann wirklich weniger als einen Frame Lag. Nee, also ein Frame geht ja gar nicht. Das ist schon dann, naja, vielleicht wenn man so Street Fighter 2 im Wettbewerb spielt, ne, da merkt man das oder so, aber. Warte mal, oh, ich bin total müde. Wie schalte ich denn nochmal hier den blöden Joystick um? Ich finde es nicht mehr. Swap Joystick? Schon gut an. Oh. Ah, hier, Joystick Swap. Ja, der Joystick ist im falschen Port. Ja, jetzt geht's. Super. Ich glaube, ich muss gleich wieder umswappen wahrscheinlich, weil. Probier mal, ob du mit Joystick jetzt den Mauscursor auch steuern kannst. Ich glaube nämlich, Titelbild wegzuklicken, braucht man die Maus. Ah, hätte ich dann, ja gut. So war es zumindest bei mir. Also ich konnte das Titelbild mit der Maus wegklicken. Im Shop kann ich Maus oder Joystick verwenden und im Spiel halt nur Joystick. Ich habe das Spiel nie gespielt, fällt mir gerade auf.
Dann müssen wir das jetzt mit dem Shop erklären, weil das war wirklich kompliziert. Ja. Du kannst dir also da so verschiedene Schifftypen kaufen und du kannst dir bis zu 3 Schiffe kaufen. Das sind dann eben deine 3 Leben. Wenn du dir keine extra Schiffe kaufst, hast du echt tatsächlich nur ein einziges Leben. Dann kannst du dir Waffen hinzukaufen und unten rechts dieses Ding, das ist der Papierkorb. Da kannst du also Sachen reinschmeißen und kriegst das Geld dann auch komplett wieder. Und dieses Ding, dieses komische... Okay. Ja, mir reicht es erstmal mit 2 Leben. Ich bin gut, so gut. Also ich brauche keine 3. Diese... Oh, ich crashe. Ich kann nicht mehr. Ich verliere meine Konzentration hier. Diese mittlere Spalte, das ist so eine Art Beamschuss wie bei R-Type, dass du also lange gedrückt halten kannst und dann einen fetten Schuss schießt. Haben wir eben gerade erst rausgefunden. Bei dir ist übrigens alles grün, Ingo, der Hintergrund. Ja, ich habe also mit dem Greenscreen experimentiert, weil ich habe mir nämlich so schöne Retro-GoPod-Videos gebastelt und die wollte ich eigentlich einblenden, aber die muss ich erstmal dann hier installieren, weil ich bin ja total unvorbereitet direkt hier vom Auto ins Zimmer gestürmt. Und jetzt muss ich das swappen. So. Ja. Der Sound ist zu hören, Ingo. Ah, sorry. Ja, kein Problem. Hab ich nicht gehört. Viel Spaß, das Spiel ist hammerschwer. Wenn nicht in die Wände, dann bist du sofort tot. Egal wie viel Energie du hast. Oh, schon fertig? Ingo ist tot. Genauso ging es mir gestern. Du hast echt so 5 Sekunden so und tot. Bye-bye. So ging es mir aber gestern. Genauso. Ich hatte beim ersten Mal heute auch. Ja, beim ersten ich so tot. Bei IO war ich länger dran. Ja, genau. Das ist ja doof. Ah, herrlich. Und jetzt muss ich wieder alles neu ausstatten. Oh, das ist ja echt doof. Genau, du kannst F1, halt 2, 3 und 4 drücken. Dann hast du so Presettings. Was muss ich drücken? Drück mal F1. Moment, warte. Achso, F1. Ja. Dann rüstet ihr dir schon mal ein voll ausgestattetes Schiff aus. In so einem Pre-Setting. 1, 2, 3, 4. Das sind die unterschiedlichen Schiffstypen. Mit jeweils ganz brauchbaren Vorgaben. Ja. Warte mal. Du kannst das auch mit der Maus steuern. Jetzt weiß ich auch, warum der Shop eine Maussteuerung hat, weil, dass man etwas schneller damit fertig wird. Es dauert sonst echt endlos. Patrick ist auch ganz schön. Das Blöde ist nur, man hat ja dann nicht unbegrenzt viel Geld und da muss man sich, also das ist ja echt auch doof gemacht. Genau, also Doppelschuss würde ich mindestens nehmen, sonst hast du keine Chance. Oh, und ein dann neues hier Opfer. So. Hallo Ingo. Hallo. Steck mal deine Nase aus dem Spiel raus. Ingo, diese mittlere Spalte da, das sind so Beamschüsse, die du mit lange Knopfdrücken machst. Die linke Spalte, das sind so Raketen, die werden so als Homing-Missiles immer so nebenbei abgeschossen. Sind auch ganz praktisch, aber nicht unbedingt notwendig. Aber ich möchte einfach nur spielen. Doppelschuss erstmal. Doppelschuss ist das Mindeste, was du im ersten Level brauchst. Geht irgendwie jetzt nicht, aber ich habe kein Geld mehr. Ja, über dem Geld ist dieses X-Out-Logo, da kannst du draufklicken. Dann gehst du ins Spiel rein. Ingo, du bist schon pleite, du brauchst ein Waffen-Abo. Ja, ich habe gar nichts. Waffen-Abo. Du hast auch Energie, aber die geht richtig schnell weg. So, ein Treffer, halbe Energie weg sozusagen. Oh, ich habe einen Schuss nach unten. Das ist ja cool. Aber hier ist echt so viel Wirtschaftssimulation drin. Echt. Haben wir uns vorhin auch schon drüber geklagt. Ja, das Shop-System ist etwas... Wieso bin ich jetzt gestorben? Ich bin gar nicht, ich habe nichts berührt. Ich bin wahrscheinlich in die hellgrüne Wand geflogen. Da war eine Wand? Ja, die Wände im ersten Level sind so eine Art hellgrün auf dunkelgrün irgendwie. Ich muss meine Brille wechseln. Ingo, du bist gegen das grüne Stäbchen auf grünem Hintergrund geflogen. Ah. So, jetzt muss man alles wieder neu auswählen. Oh Gott. Ja, und wieder neu laden. Oh mein. Ich weiß, ob ich jetzt auf Safe States umgestiegen bin. Ja, man muss jetzt... Also man hat Geld und man muss dann die Raumschiffe ausstatten. So, und wenn das Geld alle ist, kann man keine Raumschiffe mehr ausstatten. Du kannst nicht weiter ausstatten.
Ach so, warte mal. Ach, ich kann es hier reinziehen, aber ich habe kein Geld mehr. Und wo steht der Preis von den Raumschiffen? Im Handbuch. Im Handbuch? Welches Handbuch? Ja. Patrick hat vorne aus dem Handbuch vorgelesen. Da standen noch die Preise drinnen. Oh. Jetzt verstehe ich, warum ich das Spiel nie hatte. Aber es sieht doch wunderschön aus, oder nicht? Ja. Ach, da ist die Säule. Jetzt sehe ich die Säule. Ah. Ach, das ist noch eine Säule. Oh. Warte mal, ich bin einmal gestorben und wieso sind dann drei Leben weggegangen? Ah, ich bin wieder Game Over. So, ihr bist ein Endgänger vom vierten Level. Oh, den kenne ich noch gar nicht. Ah, sieht ja irre aus. Ja, der hat... Gibt Endgegner. Hier kriege ich wenigstens mitgeteilt, wo die Trefferzone ist. Das ist ja schon mal was. Die muss ich auf die ganze Zeit auf den Kopf treffen. Das ist aber auch nicht wirklich... Nicht so schwer, ne? Die Endgegner selber sind gar nicht so schwer. Nee, wenn du das Pattern einmal raus hast. Ja. Jetzt kommt wieder in eine neue Welt. Bei Level 5. Müsste jetzt die dritte Welt sein, also neue Grafik hoffentlich. Third SP, oh no. Und wenn es da steht, dann kann es vielleicht tatsächlich sogar mit zwei Disketten verkauft worden sein. Ja. Frage ich mich dann, wieso meins auf eine Diskette passte. Vielleicht hat er uns für die Budget-Version nochmal neu gepackt. Vielleicht haben sie was rausgeschmissen. Was weggelassen. Spielspaß. Die Endsequenz fehlt. Oh. Kommt eh keiner hin. Oh, das ist ja cool. Turrican wird es für die PlayStation 4 geben. Ja, das sind aber nur die Amiga- und SNES-Versionen und Mega Drive-Fassung als Compilation für den Vierer und für die Switch. Weiß ich nicht, ob ich da wirklich Geld investieren will. Ah, ich habe nicht aufgepasst, ich fange nochmal von vorne an. Und was das Ding hergibt. Allerdings kannst du es, glaube ich, nicht mehr vorbestellen. Wenn ich auf Pre-Order Now klicke, dann komme ich nur auf so eine leere Seite. Das ist schon ausverkauft. Ja, wenn das Spiel limited ist. Ich glaube, die produzieren erst nach Vorbestellung. Ich dachte, die wollten Turrican erst morgen vorstellen. Nee, heute ist ja der 27. Heute ist die offizielle... Den Soundtrack kenne ich aber von irgendwoher. Welchen Soundtrack von Crossout? Ja, aus dem Level jetzt hier. Ich habe das Gefühl, also das hört sich wirklich ziemlich stark nach Turrican an. Ja, genau daher kenne ich den. Das ist ein Turrican-Soundtrack. Ja, weil scheinbar auch die gleichen Samples verwendet worden sind. Von dem Ramiro Wacker hat er wahrscheinlich einfach... Amiga, das ist Hülsbeck. Ah, ist das Hülsbeck? Ja. Ich dachte, Ramiro Wacker hat von jemand gesagt... C64 hat Ramiro Wacker teilweise gemacht. Ah, okay, na, Hülsbeck macht natürlich Sinn, ja klar. Nee, es hört sich total nach Hülsbeck an, klar. Das hört sich so nach TFMX an. Ich finde, das Intro hört sich total nach R-Type an. R-Type Amiga Intro. Titelsong.
So, einmal probiere ich noch. Einmal nur, ich bin hier schon beim 100. Versuch. Den ersten Level schon geschafft gehabt, Arne, oder wo bist du gelandet? Wohin? So. Ich bin jetzt in Level 5 Kristallwelt hier. Ich bin bis zum Skorpion gekommen. Sag noch mal was, Michael, die sieht wirklich wieder schöner aus. Sieht wieder schöner aus, hat aber jetzt dafür im Hintergrund halt überhaupt nichts. Die ist jetzt genauso schwarz wie die Amstrad-Version. Das sieht jetzt sehr ausgestanzt aus irgendwie. Ich wünsche, ich könnte jetzt gerade den Sound anmachen. Ich kenne den Soundtrack von irgendwo, ich bin jetzt aber nicht sicher, welches, wieder, was das genau ist. Kann Terrican sein. Sogar. Ingo ist schon frustriert, oder? Ja. Ich meine, das Spiel ist echt hammerschwer. Dagegen ist ja Iowas für kleine Mädchen. So, dann haben wir jetzt hier den Endgegner vom 5. Level. Dieser Tintenfisch, aus, ja. War doch einer. Ist aber auch nicht so schwierig. Ingo, du schaffst, dass du nicht zu oft getroffen wirst? Bitte? Wer sagt, dass kleine Mädchen nicht I.O. spielen können? Da wäre ich vorsichtig. Ja, okay, oder kleine Jungs. Also ich möchte jetzt hier kein Geschlecht benachteiligen. Also dieser Rubik's, in diesem Rubik's Cube-Wettbewerb, der neue Weltmeister, wie alt ist der? 12? 14? Ich weiß es nicht. Also kleine Jungs können auch in sowas echt abrocken. Wahrscheinlich noch besser als wir. Ich habe mich irgendwann nicht gesteigert mehr beim Rubik's Cube. Ich habe irgendwann mal die Minute geknackt und die schaffe ich nicht mehr. Also da bin ich hängen geblieben. Das Schöne ist, sowas vergisst man auch nie. Ich kann immer noch den scheiß Würfel lösen, bis heute. Am witzigsten fand ich den Aufwärmwürfel, der da immer lag. Damit man sich kurz nebenbei aufwärmen kann. Das war ja gerade ein neuer Bericht, genau. Und vor allem, dass die nicht aufgehört haben. Selbst als sie verloren haben, haben sie mit einer Hand weitergedreht beim Rausgehen. Fand ich auch irre. Das wird halt immer gedreht. Ja. Mit einer Hand, genau. Sehr speziell. Okay, man darf echt nicht kaputt gehen. Dann. Und für jedes Spiel. Ja, gut, das haben solche Spiele an sich. Aber du wirst in diesem Spiel wirklich doppelt und dreifach dafür bestraft, ein Leben zu verlieren. Ach Mensch, sorry. Weil du musst dir dann das alles neu kaufen, alle Extras neu kaufen. Und im Prinzip, wenn du dieses Spiel kannst, ohne ein Leben zu verlieren, dann kannst du halt dein ganzes Geld in deine Waffen stecken. Das heißt, ist ja auch eine Strategie, mit nur einem einzigen Leben. Sozusagen alles Geld in das eine Raumschiff zu stecken. Aber wenn du dann stirbst, bist halt sofort Game Over. Ist das die Profi-Strategie, dass man sein eines Raumschiff extrem aufrüstet? Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Aber das ist echt eine Sauerei, dass die Preise nicht dabei stehen, nur im Handbuch stehen. In dem Handbuch, also das reicht doch. Ja, dafür muss man das Spiel erstmal besitzen. Willst du nicht implizieren, dass es Raubkopierer gab? Ja. Wir haben vorhin schon aus dem Handbuch zitiert. Selbst die Hintergrundgeschichte ist mehrere Seiten lang. Mist. Das ist mies mit dem Scheiß hier. Bin auch verglichen mit anderen Spielen sind bei Crossout hier die Endgegner relativ leicht, aber die Level eben sauschwer. Meistens ja umgekehrt. Ja, die Endgegner sind vollgestopft mit Gegnern. Oh, aber so weit bin ich noch nie gekommen hier. Mit Dauerfeuer geht das gut. Mit Dauerfeuer und unendlich Geld, oder? Wie hast du dir das leisten können, dieses fette Raumschiff? Ich habe nur ein Leben. Echt? Du konntest dir das schon leisten? Cool. Ja. Ja, aber dafür hat er eben nur ein Leben. Ist der Endgegner? Ist der Endgegner? Nein. Zwischengegner. Nein, ist der Zwischengegner. Beruhigt mich überhaupt nicht. Mensch! Wie kriegt man den Tod? Nein! Schlange auf den Kopf oder den Reiter abschießen. Bitte, nicht töte dich. Geh tot. Solange er nach oben fährt, hat er so ein Schutzschild. Wenn du das Schutzschild abschießt, fährt er wieder nach unten. Das heißt, du musst ihn nach oben kommen lassen, erstmal. Ja, so, jetzt habe ich ihn. Dass du ihn treffen kannst, ohne Schutzschild. Ich bin ja so gut. Ah, und was ist das denn jetzt? Bist zu langsam geschossen. Scheiße. Und wann kommt der Endgegner? Ah. So, durch.
So. Singst du dir jetzt Mut an? Ja, aber ich komme weit. Es geht. Also wenn man mal den Dreh ein bisschen raus hat, dann... Ich bin aber fast gleich... Gibt es kein Live irgendwo? So, dann haben wir den Endgegner vom Level das Nummer 6. Endgegner. Scheiße. Wie kann ich einfach den töten? Vor die Tuben stellen und die Tuben wegmachen. Ach, muss ich den unteren Teil abschießen. Dann oben links, dann fängt der Kopf an, sich zu bewegen, oben links dich verstecken. Bitte nicht, genau. Bitte nicht. Du kannst einfach oben links so stehen bleiben, in der etwas höher noch, aber nicht in die Wand. Ja, hoffentlich ist hoch genug. Sag mal was. Ja, ja, du hast es geschafft. So, und ja. Weggesagt. Gratulation. Cool. So, jetzt kann man das Raumschiff noch tunen, oder was? Genau. Oder ein neues Leben. Kannst dir neue Leben kaufen, neue Raumschiffteile. Du kannst auch Teile in den Papierkorb schmeißen und dann kriegst du das Geld wieder und dir davon dann andere Teile kaufen. Und das ist besser hier, das Raumschiff, oder was ist das beste Raumschiff? Aber wir wissen noch nicht genau, was es mit den Raumschiffen, was das wirklich bringt. Vielleicht Geschwindigkeit oder so, keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht auch Ladung, dass du einfach mehr aufladen kannst. Ja. Aber was hilft denn diese Satelliten? Der Satellit ist ganz nett. Die Satelliten sind auf jeden Fall sehr wichtig, ja. Wo ist der Mülleimer? Das ist rechts, das kleine Viech. Monster unten rechts. Ah, cool. So, warte mal, ich guck mal. F3? Das geht nicht. Aber ich kann zweites. Okay. Ja. Level 7. Level 2. Ohne Trainer. Arne, bist du stolz auf mich? Respekt, ja. Ja gut, ich bin mit Trainer, weil die alle mal das Ende von Amiga sehen wollten. Ja. Ich glaube, mein höchstes war Level 3 bis jetzt. Ah, nein, das ist so A-Type-mäßig. Nein! Oh, Mensch! Von hinten kommen sie auch noch. Ey, von allen Seiten, das ist unfair. Ja. Oh, und ich habe kein Leben mehr. Naja, Mensch, ja. Aber nein, das ist so A-Type. Scheiße! Und dann ist er direkt tot. Das kann doch nicht sein. Du kriegst doch kein Schild dazu. Och nee, das ist ja echt doof. Du kannst auch während dem Level keine Schilde mehr dazu sammeln. Kann ich jetzt im zweiten Level wenigstens starten? Nein. Nee, oder? Nee. Das Schwert bitte rausschneiden. Oh, das ist jetzt das Lava-Level hier. Das ist etwas rötlicher, aber hat immer noch keine gescheite Hintergrundgrafik mehr. Also da haben sie sich dann wirklich keine Mühe mehr gegeben. Ist das jetzt nur meine Meinung oder ist so wirklich die erste Welt mit Abstand besser und dann... Ja, das ist auch die jeder sieht. Ja, genau. Aber das hier unten ist natürlich toll gemacht. Diese kleinen Vulkane in der Lava. Die Gegner finde ich jetzt auch nicht so hässlich. Ein bisschen Alien-like. Oder der Stern, der hier zerplatzt. Ah ja, das sieht wirklich wieder ganz hübsch aus. Wie gesagt, du hast halt nur im Hintergrund halt gar nichts. Genau, der Hintergrund ist in der ersten Welt richtig toll und dann später nicht mehr so schön. Es gibt echt nichts Schöneres, als ordentlich Geld zu haben und sich dann hier so einen fetten Schuss ans Schiff zu kaufen. Und dann sogar noch Geld über zu haben. Und das Spiel ist, hier das Turrican, ist 1:1 wie die Amiga-Version. Das weiß keiner.
Es scheint so, als wäre das einfach genau das alte, ja. Ja, Je es nachdem, scheint wie gut die wirklich Emulation emuliert zu ist. sein. Vielleicht treffen wir ja morgen jemanden, den wir fragen können. Ja. Abend. Ah, der Endgegner von Level Hallo. 7. Abend. Hallo Oliver, dann hast du es ja auch noch geschafft. Ah, jemand, der sich eine Spektrum-Version rantraut. Ich versuche es, ich versuche es, ich Ich versuche hab's vorhin laufen gehabt, aber bei mir lief's jetzt zu langsam. es. Das weiß ich nicht. Also War ich ein muss Ladezeiten dir. aus der Hölle. Ich habe das Problem bei den Spektrum-Versionen, dass die Emulatoren sich mit meinen Joypads nicht vertragen. Und dann war so, der eine Emulator kann keine Disk-Images und der nächste nur Tape. Und ich wollte eigentlich Diskette, aber Diskette konnte ich knicken, weil da konnte ich das nicht auf der Tastatur mappen, was ich gerne hätte. Ich habe es Die auch nur von Dinger Tape sind. versucht, da ging es, aber es war zu. Die Ladezeiten waren zu lang. Ich habe das erste Level vorhin noch gezeigt. Zumindest hat es einen Trainer. Wollen wir mal gucken. Weißt Ich musste den du? Fastloader ausmachen, weil er ihn sonst nicht geladen hat bei mir. Da bin ich auch nur bis zum Titelbild gekommen. Naja, aber immerhin, ne? Ah ja. Auf jeden Fall ist es noch schön bunt. Ich habe Screenshots gesehen, da ist es nicht mehr bunt. Nee, im Spiel ist es dann nur noch blau. Der hässliche Farben. Oliver ist da. Nee, aber was ich übrigens eben noch erwähnen wollte, ich weiß nicht, ob du das im Chat gesehen hast, die C64-Fassung. Ramiro Wacker wird ein bisschen überhyped bei diesem Spiel, weil Gelesen, was du erstens, geschrieben hast, ja. ja, gibt es nur ein Stück und zweitens ist es ein Cover. Weil der Witz ist, als ich das Interview mit Ramiro hatte, hat er das auch nicht richtig gestellt gehabt, glaube ich, wie ich es richtig im Kopf habe. Da klang das auch so, als wenn er mehr gemacht hätte. Ja, aber das ist halt die Sache mit der Erinnerung, ne? Die haben so viel Kram gemacht damals. Das ist so ähnlich wie Wer ist denn Fame? Ich habe die Namen gelesen, sie kennen mich Michael woanders nicht. Hendricks. Der hat relativ viel gemacht. Hey! Ich hatte mit dem jetzt zwar noch nie persönlich irgendwie Kontakt gehabt, aber der war auch bei einem Spiel, wo ich mit dabei war, Okay. dass er die Musik gemacht hat. Das ist eine relativ potente Truppe damals gewesen. Das sind Die eigentlich Musik ist super, die klingt zwei total Musiker. genial. Die Musik ist ja auch wirklich hervorragend. Haben die eigentlich alle Stücke von der Amiga-Version umgesetzt? Weil da stand ja auch drauf, Original-Score Hülsberg. Haben sie dieselben Stücke genommen? Weißt du das? Ja, soweit ich weiß, ja. Wirklich gut. Also wirklich richtig gut, die Stücke. Aber gut, dann liegt natürlich die Qualität der Komposition an Hülsberg und die Qualität der Umsetzung halt an Fame und in dem einen Level an. Ich habe auch mit Chris Hülsberg irgendwie vor einiger Zeit ein Interview gesehen, wo er da angesprochen wurde, so von wegen, ja, und wie war es denn damals hier, als du die Musik bei Street Gang gemacht hast? Ja, wahrscheinlich Ist gut, nicht von ne? Hülsberg, So, das und weiß ich das ist gar selber. nicht von Von Hülsberg. Brandt, Georg Brandt. Das, Oh. ja. Ich habe ja auch lange Zeit geglaubt, dass Turrican von Hülsberg ist auf dem CBS-Sicht. Das habe ich ja auch irgendwann erst gemerkt, dass das eine Fehleinschätzung war. Er Okay, ich hat bin beim wieder beim ersten Skorpion. Teil, er hat beim ersten Teil was gemacht schon, also so ist Der es schwarze nicht. Amiga-Version muss komplett vernichtet werden. Er muss wie, wann, jetzt? Nein, sobald er auf dich zukommt. Oh nein, das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Wahrscheinlich im Kreis irgendwie fliegen, ne? Jetzt Ja. kommt er auf mich zu. Jetzt kommt er auf mich zu. Ja, im Kreis fliegen. Es geht, es geht, Auch es geht. das gibt's doch nicht. Hier macht er genau den gleichen Scheiß. Die haben Ich hab's jetzt. geschafft. Ich meine, den dritten Level, ja? Oh, nein, ne? Und ihr Cheat im dritten Level, Arne. Im vierten Ich jetzt. Ah, weiß, warum ich glaub's gehofft habe, du nicht. bist dabei. Einer, der uns mal zeigen kann, wie es geht. Ja, bei mir läuft jetzt dann gleich das Achte. Das ist ja. Ist schön zu sehen, aber Arne im dritten Level, das hätte ich nicht. Ja, gut, ich hätte es erwartet vielleicht doch, aber ich finde es erstaunlich. Jetzt erstmal Das ist mein Koks. herausragend. Ohne Cheat. Ist unser Shooter-King. Nee, so schwer ist es jetzt nicht, würde ich Arne, sagen. diesen Satz kannst du endlich mal lassen. Das ist, weißt du, das ist ein Tritt, Entschuldigung, ein Tritt in den Hintern für alle dieses Spiel spielen, wenn du immer sagst, so schwer ist es nicht. Ich habe hier Selbst letztens. Ingo ist eben schon im zweiten Level gekommen. Ah, das ist schön, aber ich saß hier auch letztens wieder vor Reshoot A, habe wieder den ersten Level nicht geschafft zum 100. Mal und habe immer deine Worte im Ohr. Das braucht man nur ein, zwei Mal spielen, dann kann man es durchspielen. So. Nö, das würde Reshoot A, dass das nicht schwer ist, wurde mir auch bestätigt von diversen anderen Obwohl, Leuten im Chat. danke. Ja, aber es haben aber auch Dutzende Leute geschrieben und gesagt, dass solche Sätze gemein sind, weil sie es selber nicht schaffen. Und hier in der Location hat bisher ein einziger mehr als ein Level geschafft. Das haben schon Dutzende gespielt. Echt? Also ich finde Und jetzt der war wirklich. Stefan und der hat es durchgespielt. Genau, Stefan meinte auch, dass es nicht so schwer ist. Ich finde es auch echt nicht so schwer. Ich finde es immer noch sauschwer. Und Robin kommt auch überhaupt nicht weiter. Der hat auch noch nie den ersten. Ich habe einmal den ersten Level geschafft, Robin noch nie.
Wir sind jetzt nicht völlig behindert. Deswegen ist das ein bisschen fies, immer das zu hören. Vor allem, ihr wart ja auch bei R-Type in den vierten gekommen. Das ist schon komisch, weil Reshoot R-Type finde ich zum Beispiel schwerer als Reshoot R. R-Type finde ich total entspannt. Den finde ich dagegen super. Komisch. Naja, wahrscheinlich sind einfach die Geschmäcker verschieden oder was man als leicht und schwer empfindet. Ich finde Reshoot R super als Spiel, aber ich kann es halt nicht gut. Aber ich mag das total gerne. Ich finde den Soundtrack auch geil. Ich freue mich auf den dritten Teil. Ich habe mir den Trailer jetzt heute angeguckt vom dritten Teil. Den möchte ich unbedingt haben. Weil ja. Ich mag ja am liebsten die nach oben scrollenden Spiele sogar. Die mag ich ja fast noch lieber inzwischen. Ja. Sag mal, Oliver, warum hast du eben gesagt, es gibt nur einen Musiktrack? Weil bei mir kommt ja in jedem Level ein neuer Musiktrack. Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, von Ramiro Vaca war nur ein einziger Musiktrack. So. Bei dir ist alles Hülsbeck. Ach so. Bei mir ist alles Hülsbeck, genau. Und letztlich ist alles Komposition, Hülsbeck und Musik halt von Fame und Einladung. Nur es ist aber wie so oft bei so Musiken an der Stelle, weil man merkt sich immer nur die bekannten Namen und da draußen waren so viele andere talentierte Musiker. Nun ja, auf jeden Fall war, glaube ich, das mit Crossout für den Specki ein Schuss in den Ofen, weil bei mir passiert das Gleiche. Ein schöner roter Rahmen und nichts passiert mehr. Aber ich habe das erste Level wenigstens gesehen. Warum gibt es denn hier keine Pop-Ups eigentlich? Weil ich konnte das erste Level noch spielen. Vorhin. Michael muss mal wieder reden hier, das sieht ja super aus. Ja, das ist jetzt der Endgegner im achten Level, der letzte. Ah, diese Würmer. Ich habe keine Ahnung, wo ich den... Ah, da unten muss ich ihn treffen. Erst unten und dann weiterarbeiten. Der sieht auch richtig hübsch aus bei dir da. Ja. Der ist richtig schön gemacht. Allerdings jetzt, hier merkt man dann auch die Slowdowns. Ja. Wenn zu viel los ist, dann kommen die Gegner nicht mehr nur noch auf einen zugeruckelt. Ah, ne? Du hattest vorhin im Auto was gesagt, mit Extrawaffen gibt es ja auch. Nee, also, ich habe mich beklagt, dass es das eben nicht gibt. Es gibt nichts zum Einsammeln, nur im Shop. Ah, okay. Man muss sich alles im Shop kaufen. Es gibt Space und Alt, das wissen wir jetzt noch nicht genau, was das überhaupt ist. Wäre auch gut, das mal rauszufinden. Ich weiß nicht, warum Arne was im Auto gesagt hat, Ingo. Ja? Hast du es im Auto gehört, oder was? Ja. Ich weiß, Ingo sagt, Arne, das hast du vorhin im Auto gesagt. Ich so, hä? So. War gerade verwirrend. Ich dachte, euch trennen Kontinente. Ich glaube, Michael spielt es jetzt gleich auf dem Amiga durch. Doch mal, was wir wollen das sehen. Ja, da gibt es gerade nicht viel zu sehen. Oh. Ich decke das Ding hier mit Schüssen ein und hoffe, dass es irgendwann explodiert. Ah, jetzt ist was kaputt gegangen. Bis jetzt. Aber wenn alle Level so durchgehen, dann ist es eigentlich relativ einfach, das Spiel, finde ich. Und jetzt? Noch das war's. Scheinbar habe ich es jetzt doch geschafft. Hier Endgegner, also der erste Levelgegner. Und jetzt auf die Tuba hauen. Auf beide, ja. Ja, warte mal, die andere. Schauen wir mal, ob es eine Animation gibt oder auch noch ein Standbild. Du hast wenigstens Lauftext gehabt, oder, Patrick? Ja, natürlich. Ihr nicht, oder? Ja, ich habe jetzt hier ein Standbild erstmal. Oh, sehr hübsch. Ich habe einen irre langen Text gehabt. Der war doch mit den ganzen Witzen noch gespickt. Habe ich ja vorhin vorgelesen. Eine nette kleine Musik, aber nichts Herausragendes. Nichts mehr, nicht mal in The End? Bis jetzt nicht, nein. Der lädt auch nicht. So. Vielleicht musst du was klicken. Oder warten. Ah, da. Kein Lauftext. Aber derselbe Text, den du hattest. 12 Jahre alter Whisky. If you want to have 500,000 credits, take the smallest chip, place it in the outfit area, buy the cheapest shot, place it on the face of the shopkeeper and press button. Schreib das mal ab, das ist ein Cheat. Das ist ein Cheat, den sie gerade hier raushauen, ne? Probier mal aus, schreib mal auf, probier mal aus, bitte. Das klingt ja witzig. Warte mal ganz kurz. Also, interessant. 500,000 credits würden auch. Ah, ne, das wäre kein Cheaten. Es ist eingebaut. Du musst nur zufällig so klicken, wie es da steht. Felix, das Schiff kaufen.
Und dann einen billigsten Schuss. Aber wohin? Auch noch in was Bestimmtes platzieren. Billigsten Schuss auf dem Gesicht des Shopkeeper, das ist der unten. Ah. Platzieren. Mal probieren, weil 500.000 Credits ist eine Menge. Probieren wir es aus. Aber sonst war ich bin jetzt von dem Ende tatsächlich etwas enttäuscht. Ja, das war auf dem 20 besser, erschreckenderweise. Ach, ein schönes Intro. Aber das Bild war jetzt nur schon ein ganz Bild schön. Da kam der Cheat nicht. Zum Glück kommt überhaupt ein Bild. Das ist ja schon was, etwas. Ich hätte aber jetzt dasselbe erwartet wie auf dem C4. Mindestens so ein Lauftext, ja. Eben. Olla ist jetzt auf dem Amiga nicht das große Problem, oder? Also die Cheat-Gruppe konnte das vorhin machen. Ich hätte mir so eine Art Abspann gewünscht, wie das Intro so ein cooles. Das wäre super. Läuft es bei dir jetzt oder weißt du es noch nicht? Bei Oliver, läuft das jetzt bei dir? Man sieht immer ich hoffe, ich kriege es aber tatsächlich nur mit Tastatursteuerung hin. Bei mir wächst der Respekt vor sämtlichen Spektrumbesitzern, du. Dass, die Grundsteuerung, das war schon bei Thunderblade so, ist nämlich, dass hoch runter auf Q und A liegt, links und rechts auf O und P und die Leertaste. Das heißt, man muss solche Spiele auf der Tastatur beidhändig spielen und zwar so, dass quasi man horizontal mit der rechten Hand und vertikal mit der linken Hand steuert. Ja, Spektrum-Sachen würde ich deswegen auch nicht so gerne anfassen. Ich habe ja immer gesagt, mit dem Gerät bin ich nicht so richtig warm. Aber nicht, du kannst doch Kempston Joystick einfach benutzen, nicht oder? Nicht in den Emulatoren. Ich habe es versucht, es geht bei mir nicht. Oh, komisch. Also das geht bei mir bei... Ich habe so eine, Space Maus und die bei jedem Emulator, wo du nicht in der Lage bist, den Controller gezielt anzusteuern, machen die Scheiße. Und ich habe nicht einen Spektrum-Emulator gefunden, wo ich einen Joystick auswählen kann, den ich auch benutze. Hm. Und das ist übrigens ein Problem, das habe ich bei ganz vielen Emulatoren. Weil mit NAVEN musste ich auch irgendwie die Textfiles bearbeiten, weil alles, was in der UI stattfand, bei mir hat nicht so reagiert, wie man es gern hätte. Ah, witzig. Also ich benutze eigentlich immer RetroArch und da gibt es ja auch so ein Spektrum-Ding. RetroArch kriege ich gar nicht am Start. Ah. Ja gut, das Mapping ist da auch nicht gerade intuitiv. Oh! Oh, joi. Und ich werde wahrscheinlich zwei Screens weiterkommen. Ah. Meine Fresse. Okay, also nicht auf das Viech unten, sondern auf diesen Techniker. Also ist das doch der Shopkeeper, wusste ich's doch. Laut Handbuch ist es der Techniker. Aber laut Spiel auf jeden Fall, Abschusstext wenn ist es der Shopkeeper. Ja, wenn man es ihm ins Gesicht drückt, dann kriegt man seine 500.000. Ich hasse es jetzt schon, weil es ist, also nichts ist umständlicher als mit dieser komischen, verkorksten Steuerung über die Tastatur hier dein Raumschiff zusammenzustellen. Gut. Wie lange hast du überlebt? 5 Sekunden? Wie ungefähr. Das war vorhin bei Ingo auch so witzig. Ingo Oliver, fängt an, gleich tot, vorbei. Oliver, du hättest ja 3 oder 4 Raumschiffe kaufen können, oder 3 Raumschiffe kaufen können. Ich muss das gleich erstmal gucken. Also ich herumscrollen zwischen den Raumschiffen, kannst mehrere kaufen. Geht das von am Anfang? Ja, du kannst dir gleich 3 Raumschiffe gleich schnappen. Du kannst ja nicht schnell aufrüsten. Nee, mit Doppelschuss halt, aber das geht schon. Na, versuchen wir es erstmal mit 2. Für den ersten Level reicht auch der Doppelschuss. Du hast gut reden. Ich sag dir, versuch's mit dieser Steuerung, dann erzählen wir weiter. Das. Mir kam das bei dir eben viel zu schnell vor irgendwie. Das ist ja viel das schneller ist aber als die auf meiner. Ja, so gehört das wahrscheinlich. Gott, Gott. Ah. Und so schön unpräzise. Ich hätte jetzt wenigstens erwartet, dass man den Cursor wenigstens flüssig steuern kann. Geht aber auch nicht. Yes. Hat ja vorher noch nicht Glück gehabt. 360er Gamepad hat er sofort gefressen. Ja, das macht er bei mir halt nicht. Und also das würde funktionieren, nur die Dinger sind mir einfach zu teuer. Wenn ich eine Schnurlose
Space Mouse hätte, dann kann man die ja abschalten. Hm? Ne? Dann wäre mir das egal. Dann würde das wahrscheinlich auch alles viel besser funktionieren. Aber ich habe halt so eine kabelgebundene und das nicht nur. Ich habe irgendwie keinen Nerv dazu, nur wegen einem Feature 150 Euro extra auszugeben. Und das bei einem Gerät, was ich vielleicht einmal in der Woche oder alle 14 Tage einmal benutze. Es gibt, glaube ich, irgendwelche Tools, um da in dieser USB-Prioritäten-Geschichte bei Controllern ein bisschen rumzudoktern. Dass ja, sozusagen deine Maus vielleicht als Nummer 2 erscheint und dann dein Joystick halt als Nummer 1 oder so. Ja, also das wäre wirklich, also bei der Space Maus wäre das echt viel wert. Yay! Was für eine Geschwindigkeit! Und er hat kein Dauerfeuer. Wenn er wenigstens Dauerfeuer hätte, das... Oh, meine Güte. Wow. Das kommt mir echt etwas zu schnell vor bei dir. Es ist schnell. Es ist verdammt schnell. Ja, da kannst du mal sehen, was der Spektrum für eine Performance hatte. Das ich treffe auch noch jeden Schuss. Ich fasse es nicht. Wow. Ich glaube das einfach nicht, wie viele... Meine Güte. Weil ich die Version jetzt aber nicht so schlecht fand, muss ich sagen. Alex, nein, sie ist also technisch ist sie gut, aber hier das mit der Tastatursteuerung, also die ganzen Leute, die das damals damit gespielt haben, das waren echt Großmeister im Multitasken. Also. Und auf ein neues. Ich nehme jetzt nur die Raumschiffe mit, das ist mir egal, ich komme eh nicht viel weiter. Doppelschuss brauchst du schon, oder sonst bist du... Ich kann es nicht. Verloren, ja, egal. Ich bin auch so hoffnungslos verloren. Weißt du, wie lange ich eben da durchgehalten habe? ich glaube, mit 3 Raumschiffen komme ich weiter. Ich bin jetzt wieder am Punkt, wo ich mir meinen Doppelschuss wegschmeißen kann und mir einen blauen Dreifachschuss kaufen. Das ist wirklich eine Freude. Ich wünschte mir auch... Ich werde das jetzt anders spielen. Ich versuche, allen auszuweichen. Oh, das sieht echt schrecklich aus bei dir. Oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Finde ich gar nicht so schlimm. Nein, die Grafik finde ich... Also, das war echt... Bei Thunderblade war das anders. Ich meine, der Schwierigkeitsgrad, wie viele Schüsse da irgendwie auch ganz anders als beim Amiga auf dich zukommen. Ja, aber trotzdem ist es noch einigermaßen spielbar. Also, das ist, also da kann man echt nicht meckern. Also, was sie hier machen, das ist echt flüssig und es flimmert nicht. Und das Einzige, was halt ist. Du könntest auch mal schießen. Und ich finde es für. Nein, das mache ich absichtlich gerade nicht. Ich versuche hier, ich glaube, so komme ich weiter. Nur halt, guck dir das mal an. Das Scrolling ist flüssig auf dem Specki. Ja. Allerdings. Den musst du jetzt abschießen, da hilft nichts. Ja, den werde ich aber trotzdem nicht schaffen. Oder kann man den irgendwie so... Nee, das ist... Da gibt es, glaube ich, keine sichere Stelle. Der Store für die Turrican-Editionen ist offen. Ich gucke mal gerade, was die Show so kosten soll. Also die teuerste Version 200 Euro. Ja, 200 was? Euro. Hallo Danny. Hallo. Moin. Moin. Moin, moin, auch von mir. Hallo. Servus. Ach, hi, Marcel. Fingern. Nee, überhaupt nicht. Also das schreckt mich eher ab. 200 Euro. Nee, Die Edition hätte mich gar nicht interessiert. Die hier mit den zwei Switch-Geschichten hätte mich interessiert. Aber ich finde 100 Euro auch ein bisschen arg. Nee, da schlägt mein Herz nicht so für Turrican, dass ich das Geld dafür ausgeben würde. Nö, bin ich ganz ehrlich. Dann kaufe ich mir lieber bei Patrick und Robin die Originale. Ja, so ein bisschen reizt es mich trotzdem schon, aber das ist halt, was ich ein bisschen mehr finde, ist halt, dass
dass die beiden Standard-Editionen zusammen, weil ich bin eigentlich nur an den Spielen interessiert, wenn überhaupt, und dass ich die auf der Switch spielen kann, dass die zusammen schon 70 Euro kosten sollen. Das finde ich ein bisschen... Ja, vor allem, mich würde mal interessieren, ist das jetzt einfach nur ein Port, wo dann im Endeffekt ein Emulator drunter läuft, oder ist das wirklich komplett gecodet? Emulator bestimmt. Nein, ich gehe mal davon aus, dass es so ein Semi-Port ist, wo sie die Steuerung entsprechend konfigurierbar gemacht haben. So in der Richtung, vermute ich das mal. Ja, okay. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass die nicht einfach einen Emulator nehmen, aber wer weiß. Ja, das kannst du ja trotzdem mit Emulator machen, wenn du die Sourcen hast. Oh, wieder beim Skorpion gestorben. Ugh. Ja, vor allem auch, haben wir uns auch schon gefragt, ob die jetzt sich daran setzen und einen Amiga-Emulator coden. Das kann man sich auch schwer vorstellen. Ah, die werden irgendeine Variante mit einem UAE da irgendwie rumgedammelt haben. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Darf man das überhaupt? Es ist Open Source, wenn du da die Quelltexte in irgendeiner Form hinterlegst. Aber ist die Lizenz, erlaubt die Lizenz kommerziell nutzen? Ich weiß das gar nicht bei UAE, ob das erlaubt ist. Was ist denn das für eine Lizenz? Kann man ja mal ich weiß machen. Es halt nicht, ich habe mich noch nie gekümmert. Also Cluanto hat ja so einen Deal mit dem Tony Weilen. Ja, das ist ja was anderes. Das macht man dann ja halt nur so, dass... Dass die ihn einfach supporten irgendwie, ne? Dass ja, die ihn spenden dann, sozusagen. Ja, dann wird das halt lizenziert bei Cluanto, damit die Ruhe geben. Aber das ist ja auch... Aber ich glaube auch nicht, dass Cluanto die Rechte an UAE hat. Also das... Das machst du aber schon alleine der Ruhe wegen und weil irgendwo ein Vertrag rumflattert. Ja, genau. Man braucht ja auch einen Kickstart dann. Oh, ja, interessant. Man braucht zumindest irgendein. Ja, stimmt. Ist das denn eigentlich der offizielle Shop, der das verkauft hier, dieses Street Fighter Limited? Oder gibt es einen anderen Shop, wo du direkt vielleicht über Factor 5 was kaufen kannst? Nee, das ist ja limitiert. Das ist limitiert. Limitiert auf 2500 Stück. Und wenn die weg sind, sind die weg. Die gibt es auch nicht als Digitalversion dann meistens später. Das ist, Da kannst du einen drauf lassen, die sind weg. Die sind möglicherweise. Ja, die sind weg. Die sind spätestens in 2 Tagen sind die. Also, du kriegst das nur bei Street Fighter Limited. Ja. Und was hat denn die Ultra Collection? Also beziehungsweise steht auch Ultra Collection drauf? Ja, steht drauf, tatsächlich. So genau habe ich mir nicht angeguckt. Also so diese zweitgrößte Edition, die fand ich eigentlich persönlich noch am interessantesten. Da war irgendwie auch noch eine Making-of Blu-ray mit dabei. Ist die nicht bei der teuersten dabei doch, oder? Ja, bei der teuersten haben sie noch irgendwas draufgepackt, weil es hat ja Gründe, warum die doppelt so viel kostet. Ich glaube, die CD ist irgendwie. Du hast noch diese Vierer-CD, Anthology-CD. Die 4-CD-Version. Als gepresste Fassung drin. Sind das die alten, die schon mal erschienen sind, einfach oder eine Neuauflage? Ist ja auch nicht so toll dann. Wobei, die sind auch teuer, wenn man die alleine kauft mittlerweile. Ja. Vor allem, die kriegst du, glaube ich, auch nur noch auf dem Gebrauchtmarkt, oder? Auf dem schwarzen Markt. Ja, das stimmt. Also, ich muss ja sagen, ich habe ja eine der ersten CDs von Hülsbeck damals gekauft. Und was die an Wert gestiegen sind, also das ist ja Wahnsinn. Man sollte echt statt Gold irgendwie Hülsbeck-CDs kaufen. Ah, mich juckt's in den Fingern. Also UAE läuft unter GNU, also das wirst du in irgendeiner Form kommerziell nutzen dürfen, wenn du den Source Code dabei hast. Ja. Und noch eine Frage: Sind da auch jetzt die ganzen Spiele für die ganzen Konsolen und so auch noch dabei als Lizenz? Ja, die Super Turrican-Versionen sind alle dabei. In welcher Form? Bitte? In zwei Varianten. Also für Mega Drive die Variante und für Super Turrican ist jedes Mal auch noch eine Director's Cut Edition dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, ist Super Turrican 2 auch damit bei? Das ich glaube, ja, da stand irgendwas von DC-Fassung. Ist das denn jetzt im, was ich jetzt meine, auf welchem Medium kommen die her? Auf dem USB-Stick oder? Nein. Nee, auf Karte für Switch oder auf DVD für PS4? Ja, nee, ich meinte jetzt diese ganzen, SNES und die ganzen
Ja, genau. Ja, die sind auf der DVD drauf. Die sind da drauf. Oder auf der Karte. Ah, okay. Ich probiere jetzt nochmal die anderen Waffen. Diese blaue und die große Smart Bomb, glaube ich. Mal sehen. Wahrscheinlich irgendwas mit Space. Na, ich hatte gehofft, es gibt vielleicht ein ganz neues Turrican. Das Einzige, was halt tatsächlich cool ist, ist halt, das muss ich wirklich gestehen, dass sie eine neue Auflage gemacht haben von der Mega Drive-Version auf Cartridge. Vom Mega Turrican, auch wenn ich die 50 Euro auch ein bisschen happig finde. Und sie haben von den beiden Super Turricans auch eine Cartridge-Version für Originalkonsolen gemacht. Das, ja, aber es ist... Das ist schon nett, weil die Sachen schon nett, ja. Die sind selten. Also zumindest die Mega Turricans sind ja selten. Ja, das stimmt. Aber ich habe mich jetzt auch mal gerade reingelesen. Also du kriegst dann eine Blu-ray für die PlayStation 4 oder beziehungsweise bei der Ultimate kriegst du halt eben zwei Blu-rays. Da ist dann auf der einen ist die Turrican Anthology Volume 1 und auf der zweiten Blu-ray ist die Turrican Anthology Volume 2 drauf. Die Volume 1 ist dann Turrican 1 und 2 in der Amiga-Version, Super Turrican, also Super Nintendo, Super Turrican Director's Cut, auch Super Nintendo und Mega Turrican Score Attack. Das heißt, das muss ja dann im Emulator auf der PlayStation 4 laufen. Naja, wird's auch mit Sicherheit. Naja, nee, das ist mir das Geld nicht wert. Also, da bin ich ganz ehrlich. Also, nee. Ja, finde ich auch etwas enttäuschend. Aber die Schachtel ist schön. Ja, ist mal dieser blaue Schuss übrigens. Ist auch ganz cool. Euro. Einfach lange Knopf halten, fegt alles weg. Es ist ziemlich genial. Es ist ja ein Sammlerstück halt. Also ich glaube nicht, dass man sich das wegen den Spielen kauft. Nee, das sehe ich aber etwas anders. Also das wäre auch so der Punkt gewesen, worauf ich sehr viel Wert gelegt hätte, weil also ich kaufe mir schon tatsächlich so auf der Switch so nach und nach mir irgendwelche Klassikersammlungen zusammen. Okay. Ich habe mir auch Street Fighter 3 gekauft, diese Kollektion. Street Fighter Collection ist schon genial, dass man Street Fighter 3 auch auf der Switch zocken kann. Okay, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, aber ich habe jetzt, glaube ich, die 200-Euro-Version bestellt. Ah, Mist! Das heißt dann... Wenn ich es jetzt bestelle, habe ich schon eine Nummer über dir. Ach, du, was das angeht, also ganz, ganz viele Leute können sich da wenigstens irgendwie so davor setzen und wenn sie überlegen, ob sie es bestellen oder nicht, ja, wenigstens habe ich es jetzt. Ja, die gepressten Audio-CDs waren es, die mich dazu verleitet haben. Also, ich meine, alle die Leute, die das damals einfach nur als Kopie gezockt haben, die haben dadurch ihr schlechtes Gewissen endlich mal beruhigt. Ja, das habe ich jetzt ordentlich bereinigt. Stimmt, wenn man es so sieht. Ja. Ist die jetzt das limitiert oder kann man die dann auch später noch kaufen? Oder muss man das ich glaube, die kriegst du nur heute sogar. Oh Gott, hör mir auf mit diesem Scheiß, ey. Echt, also muss ich mich jetzt entscheiden. Diese Turrican Collector's Edition, die mich halt am meisten gereizt hat, die für einen Huni, ist auf 3500 Kopien limitiert. Besten kaufen und dann bei eBay einstellen. Ja, stimmt, da kriege ich wenigstens noch was raus später. Ja, genau. Und schön eingeschweißt lassen. Also, wie ich kenne, reiße ich das Ding sowieso sofort auf. Ja, womit ich mich halt wirklich schwer tue, weil ich habe die Originale im Schrank stehen, ne? Das, Ich leider noch nicht. Jetzt steht nur der Einser da. Ich war ein fairer Käufer. Damals. Ich war zu jung zum selber kaufen damals. Ich hatte mir tatsächlich vom C64 und Amiga beide Teile von 1 und 2 gekauft, wobei ich habe Teil 1 irgendwann die C64-Version wieder verkauft für die Minigirre. Nee, Quatsch, Teil 1 habe ich die Amiga-Version irgendwann verkauft. Und Teil 2 habe ich noch beide Versionen, Amiga und C64, und Teil 3 habe ich auf dem Amiga. Als die rauskommen sind, habe ich gar nicht gewusst, dass man originale Spiele kaufen kann. Das habe ich auch häufiger gehört. Das war aber eigentlich eine faule Ausrede bei uns in der Nachbarschaft. Da gab es irgendwie so 6 oder 7 Geschäfte, wo du mal Originalspiele kaufen konntest. Wann sind die rausgekommen? Ende der 80er, oder? 89.
Nee, die Demo-Version, die kam Dezember 89 von Turrican 1 und die kam 1990 und 92, meine ich. Das heißt, ich war so um die 9. Bei mir in der Nähe gab es keinen Laden, der Computerspiele verkauft hat. So, jetzt habe ich es auch mal bestellt und ich muss jetzt mal anrufen und sagen, dass der Michael die Hörernummer kriegt. Echt? Was? Die 200-Euro-Version? Ja. Ach Gott, wenn ich es mir nicht einzig, doch, der alleine dumme. Nein, das ist etwas so, das muss ich überschlafen und hoffe drauf, dass es am nächsten Morgen ausverkauft ist. Weil ich habe jetzt auch von, ich habe ja auch ziemlich viel Zeug von Chris Hülsbeck, also wo ich halt auch schon viel Geld rausgeschmissen habe. Und es passt halt einfach in die Sammlung. Ich meine, ja, das habe ich nicht. Das habe ich nicht, aber sagen wir es mal so. Ich würde es wahrscheinlich machen, weil ich habe die Factor 5 Leute total gerne und ich liebe die Spiele und ich würde sie zu gerne auf einer modernen Hardware in vernünftiger Emulation haben und ich bin irgendwie schon scharf auf die Director's Cut Version, wobei die SNES Version, die hätten sie weglassen können, die ist sowieso doof. Ja, und ich hoffe, ich darf jetzt halt auf Mister endlich mal die Turrican Spiele mit dem guten Gewissen spielen. GT Bestellseite. Jetzt schon. Bitte? GT Bestellseite bei Dings ja wenigstens bei Turrican. Ja, definitiv. Und die Bezahlseite funktioniert auch schon. 100 Euro, wie schön. Das ist ja ein toller Witz. So, aber ich muss jetzt mal eine Mail schreiben, dass der Michael eine Hörernummer kriegt. Obwohl, jetzt bin ich mal echt gespannt, Michael, ob das stimmt, was die erzählt haben. Weil die haben auch gesagt, nach Eingang kriegt man die Nummern, oder nicht? Und wenn ich jetzt eine niedrigere Nummer habe als du, dann ist es Betrug. Was hast du für eine Version gekauft? Switch oder PS4? Konnte man das auswählen? Ja, sicher, ja. Das sind noch zwei Editionen. Hast du jetzt das Switch? Kannst du gleich beide, nee, kannst du 400 Euro lassen. Bei dir hätte ich damit gerechnet, du hättest die PS4-Version genommen. Ich habe aus Versehen die PS4 bestellt, sehe ich gerade. Hier steht es, ja. Ich habe gar nichts drauf geachtet. Ich habe einfach eine, ja gut, Switch wäre auch nicht also verkehrt gewesen. Turrican muss doch wohl mobil sein, ne? Und die Bildschirmauflösung. Jetzt machst du mir ein schlechtes Gewissen. Vor allem mit der PS4. Ich habe halt keine PS4 mehr, diese alte Konsole. Was? Ja, die Was PS4 habe ich nicht mehr lange, diese alte Konsole. Ja, wieso? Die 5 wird doch abwärtskompatibel. Ja, Moment, bei der 5 habe ich kein Laufwerk mehr. Das ist das Problem. So, ist gleich unten. Bestell dir die andere doch auch noch. Oh, Ingo, ey. Patrick, wir hören dich nicht, du bist stumm. Sorry. Oh, Ingo, ey. Oh. Man kann es tatsächlich hier auch jetzt kaufen, aber ich mache es nicht. Also ich bezahle nicht 200 Euro. Ich würde mir an deiner Stelle umentscheiden auf die Variante mit Laufwerk. Ja, okay, vielleicht ist es ein Grund. Also jetzt habe ich zumindest, ja, einen Grund dafür. Und wobei, ich sage dir, synchrone Darstellung wird überbewertet. Normalerweise ist es so, dass das, was so ein bisschen asynchron ist, eigentlich wesentlich mehr einen Raum aufwertet. Oh. Ich lach mich tot. Danny, geht's wieder? Ja. Ich brauch gerade mal ein Getränk hier, also. Ich wünsche mir auch tatsächlich, dass diesen Strictly Limited Leuten das irgendwann mal um die Ohren fliegt, weil ich finde das irgendwie ziemliche Unverschämtheit, das so zu limitieren. Ja, aber das ist ja das Geschäftsmodell von denen, ja. weil das Spiele sind, die sonst nie im Leben erscheinen würden. Ja, aber das bedeutet halt, dass sie sozusagen praktisch 400 glückliche Kunden haben und 2 Millionen Leute, die sie hassen, weil sie das eben nicht bekommen haben. Das finde ich schade. Ja, die können ja die Publisher hassen, die das ansonsten ignorieren, dieses Thema. Also übrigens, der Grund, warum ich es bestellt habe, ich habe halt ja, gesagt so. Von... Also sie sollten einfach so viele produzieren, wie Leute, die es wollen. Also sie sollten halt, wenn 1 Million Leute es kaufen wollen, sollen sie 1 Million Stück oder 2 Millionen herstellen oder so. Ich gehe mal davon aus, dass das in Absprache passiert
mit den Firmen, die das hergestellt haben. Also das wird so sein, dass sie gesagt haben, so, wir berechnen das so und so und wenn er uns so und so viel vertut, ihr kriegt ab so und so viel Stück so und solche Anteile. Aber möglicherweise ist da auch eine Risikoanschätzung, die dann angerechnet wird oder irgendwas. Weil ein Publisher in dieser Art und Weise, also ich wüsste jetzt nicht unbedingt... Ja, aber macht das nicht Limited Run Games, dass die erstmal Vorverkäufe sammeln und dann produzieren? Ja, das ist richtig, aber ob die dann im Nachgang das Risiko übernehmen, wenn sie auf irgendwie 500 Stück sitzen bleiben? Aber du kannst doch einfach jetzt pre-order so viele wie geht und dann kriegst, dann weißt du ja, wie viel du produzieren musst. Wo ist das Problem? Warum muss man das vorher limitieren? Theoretisch ist das so, aber macht man das. Also das finde ich irgendwie nervig. Das will ich nicht unterstützen, sowas. Ich vermute, die machen das trotzdem so, weil die, ich weiß jetzt nicht, in welchen Kontingenten die das einkaufen müssen. Wenn die immer irgendwie so in 100er Blöcken das einkaufen müssen, dann wollen die keine krummen Zahlen am Ende haben. Ja gut, dann nehmen sie halt 50 oder 100 mehr. Ich meine, die werden ja nur billiger mit großen Stückzahlen bei diesen Fabriken. Also ich verstehe es nicht. Ich glaube, das ist einfach nur, um künstlich den Preis halt hochzuhalten oder so. Oder künstlich die Nachfrage, ich weiß nicht, irgendwie ist das, kommt mir das künstlich vor. Nein, die sorgen dafür, dass sie auf gar keinen Fall in Regionen kommen, wo sie nicht ausverkauft sind. Naja. Michael, was hast du denn gekauft? Die Switch oder die PlayStation 4 Version? Switch. Ah, gut. Dann ich habe keine PS4. Ah, okay. Ja. Wobei, ich muss zugeben, mit der Switch, also, ja, hätte auch was. Ja, dann kaufst du dir doch mal. Ja, also, stimmt. Wobei, man muss, Moment, man muss aber sagen, hier bei Retro-Games schmeicheln dem kleinen Bildschirm. Man muss aber sagen, dass die halt wirklich noch nie Wert verloren haben, die ganzen Editionen hier von Chris Hülsbeck. Und, ja, das ist eine Wertanlage. Ja, also die haben doch nie, also wirklich, ich habe bei allen möglichen Patreon... Das finde ich auch abartig, dass man das dann Patreon so kauft, dann kauft ihr halt irgendwie Aktien Kickstarter oder so. Mitgemacht und diese ganzen Kickstarter-Projekte, ja, da kriegst du ja eigentlich, also wenn man die verkauft, kriegt man ja wirklich wieder mehr raus. Sogar, aber dafür werden die noch nicht produziert, dass du sie in den Schrank stellst. Das wird doch gemacht, dass man es spielt. Nee, die verpacke ich damit die nur Hype generieren, das siehst du doch. Ja, warte mal, ich kann mal kurz gucken. Wenn du es dir jetzt kaufst, nur um es dann wieder zu verkaufen... Dann machst du den Preis ja noch höher, weil. Das macht er jetzt garantiert. Ich bestelle mir das, was ich haben will davon. Das ist die Musik und die PS4-Version, das war's. Lass doch die wenigen Stückzahlen, die es gibt, für die Leute, die es wirklich zocken und haben wollen, statt als Wertanlage. Auch nicht. Ich sage nur, deswegen machen die das aber so. Wir sehen, dass ab übermorgen werden die Pre-Orders schon bei eBay drin sein. Ja. Jetzt mach ich mal hier einen Auspack. Definitiv. Und also kann rausgehen, dass die 200-Euro-Version dann auch für 600, 700, 800 Euro angeboten wird. Die verdoppeln tun sie sich normalerweise. Aber wie gesagt, das wird man sehen. Ist das nicht irgendwie illegal? Darf man sowas überhaupt? Muss man da nicht irgendwie Steuern für zahlen oder so? Ihr seht das. Die habe ich auch, aber ich habe die natürlich aufgemacht und ich verschweiß zu Hause stehen. Ja, wieso? Ich habe keinen Plattenspieler. Dann kaufe ich mir sowas nicht. Er hat keinen Plattenspieler und kauft sich eine Platte. Das mache ich nicht natürlich. Ich habe mir das gekauft und habe es auch abgespielt. Ja, das finde ich auch. Das ist wie mit Leuten, die so eingeschweißte Spiele sammeln, nur um sie zu verkaufen. Da kennst du meine Meinung, ja. Ich habe mir jetzt gerade die 7-LP-Version geholt, weil ich die als Musik haben möchte. Ganz einfach, weil ich das erstmal cool finde auf Platte und die mache ich natürlich auch auf. Ihr seid durch soweit oder möchte noch jemand was? Ich muss auch gleich los in ein paar Minuten. Wollen wir eben ein Fazit ziehen? Dann lass uns ein Fazit ziehen. Also fangen wir mal kurz an. Also mein Fazit ist ja einfach. Hätte es den Shop damals nicht gegeben, wäre es wahrscheinlich eines meiner Lieblingsspiele. So muss man sich dran gewöhnen. Und ich finde es trotzdem und grundsätzlich gut. Und das hat mich heute geschockt, dass die CPC-Version so gut aussieht. So mein Fazit. Machen wir mit Ingo baut gerade um, der kann gerade nicht. Machen wir mit Arne weiter. Du hast ja wieder wie immer das Spiel im Laufe der ersten Zeit beim Spielen jetzt wieder lieb gewonnen, oder? Ja, also ich finde es auch wie immer. Videostammtisch ist für mich super, weil ich spiele alte Spiele, die ich damals ganz nett fand, mal richtig ernsthaft und finde sie dann richtig großartig. Und ich finde das Spiel jetzt auch ziemlich großartig. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass es etwas schwer ist und dass die späteren Level wohl wirklich auf dem Amiga auch grafisch nicht so schön sind wie die erste Welt. Die erste Welt ist wirklich mit Abstand die schönste, auch vom Hintergrund her. Und ja, aber schon toll. Dann natürlich die Frage an Ingo. Du hast zuerst gemeckert und einmal bist du weit gekommen. Dein Fazit? War eigentlich ganz lustig. Also ich fand es nicht so schwer. Ich habe, glaube ich, 4-5 Anläufe gebraucht und dann bin ich immerhin ins zweite Level gekommen. Und da muss man halt auswendig lernen.
dann habe ich natürlich die Lust verloren, weil ich hatte immer nur ein Leben und dann musste ich immer wieder von vorne anfangen. Das war mir halt dann zu doof. Dank Michael haben wir auch mal gesehen, wie es im Amiga weitergeht und dass der Abspann vielleicht etwas enttäuschend war sogar. Michael, dein Fazit? Ja, von den Abspänen her war auf jeden Fall die C64-Version die schönste. Die Amiga-Version ist optisch natürlich wundervoll. Es ist nicht, definitiv nicht mein Genre. Also ohne Trainer hätte ich das Ding auch wirklich nicht ernsthaft gespielt heute. Und ich muss sagen, dass mir eigentlich die Amstrad-Version wirklich sehr gut gefallen hat. Also die war bunt, die war schnell, die hat auch keine Slowdowns gehabt, obwohl viel auf dem Bildschirm passiert ist. Der Bildschirmausschnitt war vielleicht etwas kleiner als am Amiga. Ansonsten war sie wirklich hervorragend. Und ich fand sogar die Spectrum-Version richtig schön. Auch wenn die Ladezeiten noch selber waren bei dem Emulator. Hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen davon. Ja, Oliver hat wieder die Farbarm-Version gespielt. Was ist dein Fazit? Es ist ein bisschen schwierig, weil halt ich das Problem mit der Steuerung halt hatte. Ansonsten muss ich auch sagen, die Spectrum-Version macht einen erstaunlich potenten Eindruck. Die ist technisch für Spectrum-Verhältnisse wirklich sehr, sehr gut gemacht. Halt wirklich so mit Tastatur ist das Ding unspielbar gewesen. Also ich hätte es ganz gern mit Joystick halt angegangen. Aber ich glaube, dass wenn man sich für die Version mal entschieden hat und sich da an die monochrone Optik gewöhnt hat, ist das nicht die schlechteste Wahl. Ja, jetzt hat sich der Marcel noch dazu gefunden. Du hast ja jetzt nicht durchgespielt, logischerweise. Wir sind ja schon im Abschlussgespräch. Aber hast du noch irgendwelche Sachen zu Crossout, an die du dich erinnern kannst, die dich bewegt haben? Ja, ich kann jetzt nur aus der Erinnerung sprechen. Ich fand es damals auf jeden Fall toll. Irgendwie hatte meine Version einen Trainer. Ich weiß gar nicht, wo die herkam. Weil ich kann mich gut daran erinnern, wenn man es ohne gespielt hat, war der Shop mit das Problem des Spiels. Ne? Weil du wusstest nicht, wo du dein Geld rein investieren solltest. Und das hat das Spiel nochmal unglaublich schwerer gemacht, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich auch wiederspielenswerter gemacht, weil du erstmal rausfinden musstest, so welche Waffen sind jetzt eigentlich für welchen Level oder für welches Leben, das ist ja das Problem, am besten geeignet. Da hast du ein Leben verloren, bist du natürlich zu dem nächsten Raumschiff umgeswitcht, was du vorne gekauft hast, und hast du das optimiert für Level 2, hattest du vielleicht ein bisschen Pech je nach Waffe. Aber ich bin eben erst eingestiegen, habe jetzt gerade mal so Level 1 so locker durchgespielt. Der war noch im Kopf. Von dem, was die Erinnerung mir sagt, ist, es wird später aber auch wirklich dann mal schwer, meine ich. Viel mehr habe ich bis jetzt leider nicht geschafft. Er hat jetzt gerade mal Level 2 geladen. Wir haben dich vermisst. Vielleicht hättest du uns dann noch die Inspiration gegeben. Wir hatten am Anfang doch ein bisschen Schwierigkeiten. Was haben wir denn nächste Woche auf dem Plan? Weiß das jemand auswendig? Was wird unser 24. Stammtisch? Oder müssen wir jetzt spicken? Lost Vikings. Yeah. Da bin ich dann raus. Da habe ich das Gerücht gehört, dass Robin spielen will. Mal gucken, ob das klappt. Lassen wir uns mal einfach überraschen. Ansonsten danken wir allen, die zugeschaut haben. Wer mehr davon will, schaut auf retrocompot.de oder schaut bei YouTube in die Archive. Da haben wir ja schon 23 Folgen dann auch inzwischen drin. Wir empfehlen auch immer die Last Ninja-Folgen. Die hatten sehr viel Spaß gemacht in den letzten Wochen. Wir sehen uns nächste Woche bei Lost Vikings dann wieder. Und wir beenden dann sozusagen mal das Vorprogramm.